So, ja, dann freue ich mich auf jeden Fall, Sie begrüßen zu dürfen. Ich werde auch gleich mal den Bildschirm umstellen, sodass wir hier gleich mal on air gehen. Freue mich auf jeden Fall, dass Sie heute wieder dabei sind, so zahlreich vor allen Dingen. Das letzte Mal ja auch schon über das Maß voll und ich glaube, wir werden heute genau in dieselbe Richtung vorpreschen. Das ist ja auch zielführend und auf jeden Fall wunderbar, dass Sie uns hier entgegenkommen. Tatsache ist auf jeden Fall, dass wir uns heute den Markt anschauen wollen und heute mein Spezialgast, unser Bernd Senkowski, schalte ich nachher dazu. Er wird uns auch ein Stück weit natürlich was zu seinen Marktkenntnissen, zu seinem Vorgehen darstellen. Auf jeden Fall heute wieder gesagt, wie gesagt, die nächsten 2 Stunden jetzt hier erstmal reichlich Action. Wollen mal sehen, was der Markt hergibt. Das ist natürlich immer wieder abhängig. Wir hatten einerseits zuletzt immer mal wieder zähe Marktphasen. Gerade bei so einem Live-Event lässt sich das natürlich nicht vorhersagen, was kommen kann, was kommen mag. Schlussendlich denke ich oder bin ich hier trotzdem erwartungsvoll, dass sich hier das ein oder andere Setup erschließen wird, beziehungsweise hier wir das ein oder andere aufzeigen können. Ich würde auch heute natürlich im Speziellen auf das britische Pfund eingehen wollen, hierbei eben ein Stück weit abwägen, wie die Szenarien verlaufen können. Morgen vielmehr dann noch, wenn die Auswertungen feststehen am Freitagmorgen, wird es dann in Sachen Brexit oder eben nicht zur Sache gehen. Das dürfte auch die Märkte reichlich beeinflussen. Insofern auf jeden Fall noch eine spannende Zeit, die hier vor uns liegt. Wenn Sie Fragen haben, sowohl zum Webinar als auch an meinen Gast oder an mich, dann scheuen Sie sich nicht, den Chat zu nutzen. Wie gesagt, das dient hier der Schnittstelle, sodass wir hier natürlich dann auch interagieren können und das nicht die ganze Zeit sozusagen ein Monolog wird. Also sind auch durchaus aufgerufen, hier mit teilzunehmen, beziehungsweise hier einen Beitrag zu stiften. Auch wenn Sie Ideen haben oder ein Intraday-Setup für den einen oder anderen, der hier kurzfristig unterwegs ist und jetzt beispielsweise DAX oder auch das ein oder andere Währungspaar, Gold, Rohstoff, was auch immer auf der Pfanne hat, dann jederzeit natürlich nur zu. Wie gesagt, hier sehen Sie im Screen unseren JFD Desktop, wo der Bernd ja hier sehr, sehr aktiv ist, sowohl videotechnisch als auch natürlich analytisch oder analytisch vielmehr. Und wer von Ihnen, Frage ist denn jetzt hier sozusagen neu im Kreise des Webinars? Und hier sozusagen das erste Mal dabei und kennt auch hier den JFD Desktop bzw. den Bernd nicht. Kurze Frage mal ins Auditorium, damit wir da mal eine Ballhöhe haben, um festzustellen, okay, das ist sozusagen die Gruppe. Und es gibt tatsächlich einige, die hier sozusagen frisch reingerutscht sind. Okay. Das ist wunderbar. Also es geht ja auch darum, immer wieder gesagt, den einen oder anderen hier mitzunehmen, abzuholen. Wenn es Fragen zu Guidance gibt, beziehungsweise zur Plattform, wie gesagt, werden wir heute ein Stück weit drauf eingehen. Der ein oder andere kennt, wie gesagt, den einen oder anderen Gast, den ich hier auch mal mitbringe, nicht. Das ist aber auch halb so schlimm. Es dient ja hier vielmehr, wie gesagt, zu einer Traders Talk. Wir wollen uns eben hier mal ein Stück weit über den Markt austauschen. Und ich weiß, dass Bernd auch in der Früh immer schon den DAX covert und ich denke mal, ein jeder liebt hier den DAX und ich würde erstmal langsam, aber sicher anfangen, Sie hier sozusagen mitzunehmen und auch mal den Bernd freizuschalten. Ich muss mal schauen, dass wir den Bernd hier finden, um noch kurz mal den Soundcheck sicherzustellen. Bernd, ich glaube, du müsstest freigeschaltet sein. Kannst du mich hören? Kannst du kurz was sagen? Hallo, herzlich willkommen. Ah. Wünsche allen natürlich dann einen erfolgreichen Handelstag und wir werden eben nachher natürlich den DAX und hauptsächlich, also ich habe eben auch gestern eben das Öl gecovert oder auch schon die letzten Wochen und da gab es eben auch interessante Setups. Natürlich sind Forex und ja, Währungspaare im Forex-Bereich natürlich auch im Blickpunkt. Wow, Bernd, wunderbar, das ist ja schon mal ein reichhaltiges Programm. Danke an dieser Stelle. Sag, kannst du dein Mikro noch ein Stück lauter drehen? Ansonsten muss ich mal versuchen, hier was hochzujustieren. Schau mal oder rede halt dann ein Stück lauter. Also ich habe es eigentlich schon immer dran. Also bei den Webinaren kommt der Sound eigentlich relativ gut rüber. Ist jetzt besser? Ja, die Teilnehmer sagen, du wärst ein Stück weit zu leise. Also ich kann dich gut hören, bin aber wahrscheinlich, ich bin lauter in der Frequenz als du. Das ist wahrscheinlich der Unterschied.
mal versuchen, ob du das noch ein Stück weit aufdrehen kannst. Also ob du da praktisch bei dir die Einstellung dahingehend noch mal ein Stück hochschraubst, dass mal du sozusagen dein Atem auch vernimmt, Bernd, wenn du schnaufst. Ich schau mal gerade. Kein Problem. Ja, gut, liebe Zuschauer, wollen wir mal sehen, was der Markt, wie gesagt, hergibt. Der Bernd sagt ja schon, dass er natürlich den DAX im Blick hat, aber auch Öl covert. Natürlich eine interessante Geschichte, die wir uns auf jeden Fall anschauen wollen und werden. Werden wir mal sehen, was sich da denn noch so ergibt. In ungefähr 9 Minuten oder knapp 9 Minuten geht es los. Wollen wir doch mal sehen, was der Markt dann so darstellt. Ich selbst bin in den Long schon reingehuscht, Austral-Dollar-Yen. Ich schiebe das gerade mal rüber. Ausbruch Asia High, positiver Rainbow im M15. Sieht ganz gut aus. Stopp ist sehr aggressiv, sehr eng. Idee ist erstmal, dass er hier auf ein neues Tageshoch ausbricht. Und wir wollen mal sehen, ob er das macht. Risiko ist, wie gesagt, minimiert schon. Vor Monatstief wird gerade zurückerobert und die Idee ist, dass er auf jeden Fall weiter hochläuft. Wenn hier Momentum reinkommt, dann gebietet sich es auch durchaus, den Take Profit hier ein Stück weit noch nach oben zu ziehen. Sie sehen, hier ist noch viel, viel mehr drin als hier dieses, ich sag mal, das 3-4-fache R, was wir aktuell haben. Also es kann hier nochmal gut und gerne 70 Pips nach oben gehen. Das wollen wir mal abwarten, ob dies geschieht. Jetzt muss das Währungspaar erstmal hier in Fahrt kommen, beziehungsweise anlaufen, aber es sieht jetzt aktuell schon mal ganz gut aus. Neues Tageshoch, hier ein Pip entfernt. Da haben wir es. Jetzt sind wir bei 0, jetzt haben wir ein Tageshoch und wenn er jetzt hier rüber rausschießt, dann würde ich gern am besten noch vor 9 Uhr den kleinen Take Profit, den ersten Take Profit ausfahren, einfahren, beziehungsweise hier viel mehr den Take Profit dann sogar vielleicht auf das Vortageshoch raufziehen. Mal abwarten, was passiert. Wie gesagt, so schnell kann es gehen. Wie gesagt, den Trade hatte ich schon eröffnet in der Viertelstunde vor Beginn des Webinars. Das sah, wie gesagt, ganz bullisch aus. Auch hier dazu noch interessant, was ich da auch immer nutze. Zum Beispiel in dem Fall die FTSE Intraday Logik, die hier mir, jetzt geht es natürlich schon extremer nach oben, aber hier mir auf jeden Fall einen kurzfristigen Impuls in Aussicht gestellt hat und das in Verbindung des Rainbows ist eigentlich immer eine ganz gute Geschichte, um ein Entry zu finden. Rainbow eben hier mit dem positiven Momentum versehen, was ich hier versuche zu spielen, im Sinne dessen, dass die Preise sich eben nach oben bewegen. Ob es passiert, das weiß kein Mensch. Ich habe gerade von der Martha zu sehen, dass der US-Dollar Cut Short ein Thema für sie war. Das schauen wir uns gleich mal an. Der sieht auch bärisch aus, sieht man schon im Stundenchart. Hier sehr, sehr schön. Da haben wir auf jeden Fall auch ein neues Tagestief. Das passt sozusagen in den Kontext, wenn die Preise sozusagen auf neue Niveaus abrutschen. US-Dollar Cut jetzt hier 2 Pips vom Tagestief weg. Hangelt sich so gerade an der Asia-Session hier entlang, beziehungsweise am Asia-Low. Und jetzt muss man mal sehen, dass hier weiter Druck reinkommt. Das sieht eigentlich gar nicht mal schlecht aus. Das Momentum auf jeden Fall negativ. Macht Sinn, hier den Trade auf der Südseite zu suchen, im Sinne dessen, dass man eben darauf spekuliert, dass das Trendmomentum, gehen wir mal in den H1, beziehungsweise sieht man nicht so deutlich, hier im M30 werden die letzten 3 Tage geswitcht, im M15 schon hier deutlicher, dass sich das negative Momentum eben fortsetzt. Muss man abwarten, ob es so kommt. US-Dollar hat ich selbst jetzt nicht auf der Pfanne gehabt, weil mir hier die Währungsstärke nicht eindeutig genug war, Martha, an dieser Stelle. Das kann ich gleich mal auch nochmal unterstreichen. Bernd, du checkst einfach die Lage weiter und meldest dich, wenn du... Ja, also ich hoffe, jetzt hört man mich besser. Ich habe ein bisschen höher geschraubt, aber. Ich höre dich jetzt gut, auf jeden Fall noch ein Stück lauter als eben. Das ist gar nicht schlecht. Ton ist besser, kommt auch schon direkt vom Ronald. Bernd, also es sieht ganz gut aus. Sind wir auf jeden Fall auf einem guten Pfad. Ja, wie gesagt, Währungsmärkte, sagt ja gerade der Cut. Auf jeden Fall interessant, Martha. Danke für den Tipp. Sie ist heute wieder mit am Start. Sie war ja auch schon mal Gast beim Live-Event. Wird auch nicht das letzte Mal gewesen sein, Martha. Ich würde dich gern einstweilen nochmal dazu holen. Aber jetzt würde ich dann auch mal vorschlagen, dass wir mal schauen, was der Bernd so beim DAX rausgefunden hat. DAX ja indikativ hier schon wieder sehr, sehr gut am Start. DAX. Hier wieder mit einem Freudensprung. Brexit, großes Thema. Wenn es nicht zum Brexit kommt, dann ist wahrscheinlich so ein, ja, man sagt, so ein Running Move zu erwarten, also so ein Entspannungsmove, dass der Markt dann hier entsprechend nach oben schnippt. Vorschusslorbeeren gibt es schon reichlich. Letztlich werden wir erst am Freitag wissen, was letztlich genau passieren wird. Bernd, ich würde mal den Bildschirm rübergeben. Bist du soweit ready?
Ja, okay, kannst mal machen. Okay, so. Dann warten wir mal einen Augenblick. Oh, dann dürfte man jetzt dann meinen Guidance Desktop sehen. Exakt, wunderbar, Bernd, genau so ist es. Okay, also dann fange ich mal an. Wie man oder wie ich halt hier die Setups für den gerade für den JFD Desktop eben erstelle. Da gehe ich eben vom Tageschart natürlich aus oder Wochenchart. Erstelle ich immer wieder am Wochenende. Das ist für mich einer der wichtigsten Tage eben, am Sonntag oder Samstag, wenn die Märkte ruhen, sich eben da ein Chartbild und einen Überblick zu verschaffen. Und da versuche ich ja. Ja, mein Ansatz ist nicht immer antizyklisch, aber halt doch die Hochs und auch die Tiefs zu erwischen, was natürlich nicht immer gelingt, aber eben gute Unterstützungen oder Widerstände rausfinden. Und hier war eben zuletzt eigentlich hier eine schöne Marke da, die aber eben einen Tag lang, beziehungsweise 2 Tage lang eben durchbrochen worden ist. Hier in den Videos auf JFD wurde diese Marke, die 9483, eben als Tagesschlussbasis, als Stopp benannt. Ja. Und die hat hier gehalten. Intraday gab es dann nochmal einen Absacker und von dort aus dann eben dann eine schöne Aufwärtsbewegung, die eben gestern bis an den Widerstand eben heranlief. Ja. Das war jetzt ein Chartbild von vor 1,5 Wochen und an diesem Wochenende. Bevor jetzt hier der ganze Markt eben nach oben lief, ja, am Sonntag auch in dem Video, was also, es kommt auch immer ein Wochenendvideo raus, also bevor eben die Märkte am Montag eröffnen. Und da war eben am Sonntag noch der DAX eben bei 9.700 Punkten. Allerdings war hier eben dann zu sehen oder abzusehen, dass eben der DAX nach oben will. Und die Marken, dann da zeigt eben jetzt hier auch der DAX immer wieder an den Marken, die ich schon frühzeitig dann eben auch benennen in den Videos, dass der DAX an die Marke ranlaufen will und hier womöglich halt drehen. Also ja, hier war der Markt gestern jetzt der 4-Stunden-Chart schön begrenzt. Eröffnen werden wir jetzt allerdings über ja, oder an der 10.100 Punkte-Marke. Also jetzt wird er hier noch das Gap sowieso schließen wollen oder schließt er das. Eventuell gibt es hier dann Island Gap. Und diese Marke ist jetzt in den Videos auch benannt worden, wenn die Marke jetzt auf Tagesschlussbasis oder jetzt, wenn man hier jetzt eben auch im 4-Stunden-Chart unterwegs ist, wenn die jetzt hier wirklich nachhaltig überwunden wird, wäre jetzt noch ein Anstieg ja, bis zu dieser Abwärtstrendlinie denkbar. Und so gehe ich eben vor. Ich stelle den Lesern frühzeitig Setups vor, die halt meistens also Stunde und aufwärts dann vorgestellt werden, weil ich meine, im 5-Minuten-Chart, da müssen ja die Leser permanent am Rechner sein oder im 15-Minuten-Chart. Und ich will ja, dass es ein Mehrwert ist und dass die Leser die Möglichkeit haben. Natürlich ist es keine Aufforderung, das nachzuhandeln, ist ja logisch, aber eben zu sehen, wie man eben vorgehen kann oder wie man vorgehen soll, dass eben aus dem Tageschart, dann Stundenchart und eventuell dann eben auch in den kleineren Zeitebenen dann eben an die Trades dann eingeht. Wenn man jetzt hier den 15-Minuten-Chart nimmt, ja, sieht man, ich arbeite auch mit dem Rainbow-Indikator, habe noch den EMA 200 drin, der zeigt eigentlich in vielen in Zeitebenen Wirkung. Und ja, hier ist jetzt ja auch nur ein Beispiel, das ist jetzt einfach der 15er aufgemacht. Hier gab es eben dann am 16.06. wieder einen exakten Abprall, der nächste auch nicht. Und wie man auch hier sieht, ich meine, ganz exakt läuft es natürlich nicht immer, aber es ist jetzt hier auch wieder zu sehen. Und nachher zeige ich eben ein anderes Beispiel beim WTI, dass hier eben die Unterkante des Rainbows eine gute Unterstützung sehr oft dient. Ja. Und von hier aus gab es dann ja den größeren Upmove jetzt diese Woche. Und man sieht, dass er jetzt hier an der Oberkante des Rainbows eigentlich rumtanzt und nicht unter den EMA 38 im Moment fällt. Also es ist
seitdem er sowieso jetzt hier den Move gemacht hat im 15er und auch im 15er. Ja, bleibt er hier, sieht man jetzt auch wieder im 15er, dass die Unterkante nicht verlassen worden ist, also definitiv trendstark und Shorts sollte man dann hier nicht eingehen. So, das wäre es erstmal vom DAX. Ja, Bernd. DAX hat ja gerade das Opening dann gestartet. Geht ja schon los. 9 Uhr. Frage, was meinst du persönlich zu dem Fall? Ich meine, das ist natürlich jetzt eine reine Mutmaßung, aber sollte es zum Verbleib Britanniens in der EU kommen, also kein Brexit geben, meinst du, der DAX wird richtig hier nach oben schnellen, jetzt gerade auf deinen 4-Stunden-Chart bezogen, so die 10.400 auch nach oben aufbrechen? Was meinst du? Also ich denke, dass die Märkte, wenn dann natürlich sehr nach oben gappen werden, aber es ist ja auch jetzt hier einiges eingepreist und ich denke eher nur im Fall, dass eben dann zum Austritt führt, dann werden wir hier schon einen schönen kurz, aber es sind nur sehr kurzfristigen Abverkauf sehen. Die Fed und die EZB hat ja schon angekündigt, den Markt stützen zu wollen. Also wird natürlich spannend sein, was passiert, aber ich gehe eben hauptsächlich nach Charts. Wenn Marken halt gebrochen werden, kann man, ja, kann ich, also ich blende sehr oft natürlich die News aus. Natürlich, so eine News kann man jetzt nicht ganz ausblenden, aber halt eher die Positionsgröße runterfahren und trotzdem die Signale handeln, ist eigentlich in meinen Augen eine gute Lösung, die beste Lösung. Ja, vielleicht kann man auch, sage ich mal, die 2 Tage dann einfach auch, wo überhaupt nicht handeln, wäre auch eine Möglichkeit, einfach dann wieder auf andere Zeiten halt warten oder halt einfach auf das Ereignis, wenn es halt passiert oder wenn sich die Märkte beruhigen, sich dann wieder neu zu positionieren. Sehr, sehr richtig, So ist Bernd. es halt, also ganz kurzfristig würde ich ja neue Positionen, wenn dann mit einer sehr geringen Positionsgröße eingehen. Und wenn man halt wirklich zocken will, dann muss man eben wissen, wenn man zockt, dass das Geld eventuell auch weg sein kann. Also der Markt kann schon ja, 500 Punkte nach oben oder nach unten gappen kurzfristig. Also Ja, gut, dass du sagst. Ich meine, alle Broker, einige auch etwas, ich will mal so sagen, undiszipliniert, ziehen jetzt schon im Vorfeld die Spreads auch extrem auseinander, also die An- und Verkaufspreise jeweils, die wir natürlich stellen. Was wir machen oder was auch andere gemacht haben, also JFD Brokers, ist, dass wir die Margen leicht angehoben haben, gerade auf die British Pound Pairs und auch auf einzelne Indizes, natürlich vor dem Hintergrund, um auch die Sicherheitsleistung eines Kunden dann sozusagen natürlich zu erhöhen, auch dass eben der Kunde hier daran erinnert wird, nicht zu überhebeln, ja, was man natürlich mit dem Margeneffekt sehr, sehr gut machen kann. Ein Hebel von 1 zu 100 bedeutet ja, dass man das Hundertfache handeln kann von dem, was man hinterlegt, und am Forex-Markt nichts Ungewöhnliches, ganz klar. Aber man muss natürlich dann auch wissen, dass es immer nach hinten losgehen kann. Und wenn es eben hier zu Turbulenzen kommt, dann, wie du auch schon sagst, 500 Punkte sind da mal nichts. Und man muss auch wissen, die Hedgefonds, die haben sich alle jetzt im Vorfeld schon reichlich in die eine oder andere Richtung positioniert, lösen aber jetzt zunehmend Positionen auf, weil letztlich es doch mehr oder weniger dann doch schon fast ein Glücksspiel ist, wie es letztlich ausgeht und auch vom Markt angenommen wird. Tatsache ist natürlich auch, dass hier die großen Adressen auch einen Informationsvorsprung haben. Es gibt schon verschiedene Tendenzen, dass hier ja, ganze Stäbe von Befragungskomitees an den Wahllokalen stehen und dann die Leute direkt abholen, wenn sie ihre Stimme abgegeben haben, und sozusagen einfach mit Verlaub fragen, was sie denn gewählt haben. Und genau diese Vorabinformationen, die natürlich dann auch zur Auswertung von gewissen Vorabumfragen dienen bezüglich des Ergebnisses, liegen den Hedgefonds natürlich dann auch deutlich vor der Zeit vor, als dann praktisch das Ganze publiziert wird. Und man muss auch hier mit gewissen Hasensprungsignalen rechnen, also Fake Moves. Das heißt also, wie Bernd schon sagte, wenn man nicht unbedingt sich dem Zufallsprinzip oder auch einer größeren riskanten Spekulation aussetzen will, sollte man hier mit Vorsicht agieren. Nächste Woche sind die Märkte auch noch da. Man hat auf jeden Fall noch genug Zeit, in den Markt zu gehen, und ich halte mich zurück. Definitiv. Ich warte mal ab, was passiert. Ich kenne auch den einen oder anderen Event-Trader, so heißt es ja auf gut Deutsch, der sich hier mit der Bewegung positionieren will.
Und auch viele Trader aus UK haben jetzt schon den 24-Stunden-Schichtplan vor sich liegen. Die Kaffees und Aufputschmittel liegen an den Tischen bereit, weil, können Sie mir glauben, in der Londoner City, also dem Finanzzentrum Englands, da wird auf jeden Fall durchgearbeitet. Also Sie werden die ganze Zeit den Markt beobachten und auch natürlich hier versuchen, wenn es denn so kommt, als Event-Trader natürlich vor Ort damit dabei zu sein, aber die Event-Trader selber dann auch hier das Momentum, was sich hier entwickeln kann, zu spielen und mitzunehmen. Und da kann, wie gesagt, einiges abgehen am Markt. Bernd, eine Frage aus dem Chat. Warum sind der EMA 10 und der EMA 38 für dich so wichtig? Einfach Backtests und ja, Erfahrungswerte. Ich meine, der EMA 10 ist ja auch dann die Oberkante des Rainbows. Wenn man jetzt hier gerade das Pfund gegen US-Dollar sieht, jeder Kurs, ja, jeder Schlusskurs, der über dem EMA 10, beziehungsweise jetzt ja hier Rainbow-Oberkante eben notiert, ist definitiv bullish in der Zeiteinheit. Und das sollte man ja nur, sage ich mal, antizyklische Position aufgeben, wenn dann eine eindeutige Kerzenformation eben vorliegt, ja, entweder die Evening Stars etc., also Umkehrkerzen. Und sonst ist eigentlich wirklich das als, ja, Trendbestätigung zu sehen. Wenn jetzt hier nur eine Kerze Intraday, also in dem, nicht Intraday, halt in der Periode eben nach unten wegbricht kurz, aber der Schlusskurs trotzdem oberhalb stattfindet, dann ist es einfach nur ein Zeichen von Stärke der Bullen. Und das andere sind halt einfach auch, wie gesagt, Erfahrungswerte, ob jetzt EMA 38, EMA 50 nimmt. Ja, ich habe mich eigentlich eher auf den EMA 38 jetzt bei den Analysen eher eingeschossen und ja, wirkt, ja, oder zeigt jedenfalls Wirkung in den Analysen, dass der schon auch Relevanz halt hat. Da Aber schauen. natürlich. Da schauen. Also der Bernd arbeitet auch gern mit EMAs, ne? Das ist ja, wie gesagt, ein relativ ja, gängiges Mittel. Gerade jetzt hier in Kombination mit multiplen gleitenden Durchschnitten. Der Rainbow hat dann natürlich noch seinen separaten Charme. Dem einen oder anderen ist es viel zu bunt, aber man kann das natürlich auch leicht ausblenden. In Guidance hat ja der Bernd, man sieht es ja auch links oben hier bei RB, die Möglichkeit, den mit einem Klick wegzuholen, den Rainbow, oder wieder reinzusetzen. Das ist natürlich Geschmackssache. Der eine mag halt gar nicht so farbige Charts, dem anderen stört es wieder nicht. Das ist, wie gesagt, sehr individuell. Zum Pfund hier auf jeden Fall schön zu sehen, dass wir ja, die Schwäche gesehen haben, die hier schon vorausging. Und jetzt auf jeden Fall während der letzten Tage Glattstellung im Sinne dessen, dass jetzt hier auch Positionen natürlich geschlossen werden. Aber es wird gerade auch beim Pfund gehen hier die Erwartungen in Richtung 700 bis 1000 Pips an dem Eventtag. Also wenn wir jetzt hier bei 1,47 stehen, dann kann das eben mal eben bis 1,40 runtergehen, oder beziehungsweise im Laufe kurzer Zeit, und natürlich genau das Gegenteil nach oben, dann auch mal eben ganz schnell in Richtung 1,55. Also man muss hier definitiv gewappnet sein. Und auch wenn es Market Maker gibt, also andere Broker, die die Preise nicht vom Interbankenmarkt nehmen, also die realen Marktpreise, sondern hier vielmehr ja, ihr eigenes Casino-Modell praktisch pflegen und hier sozusagen den eigenen Preis fixen. Die ziehen ja jetzt, wie gesagt, im Vorfeld auch schon die Spreads auf, und das eben hier bis zu 5%, wo man sich eben wirklich fragen muss, ist das wirklich fair, macht das wirklich Sinn? Und Bernd, DAX wollen wir uns dann gleich nochmal anschauen, oder hast du jetzt noch gerade WTI zur Beschau? Hier schon mal kurz auf WTI Öl. switchen, beziehungsweise eben auch Brent. Öl selbst ist ja WTI ja meistens erst am Nachmittag interessant, oder hast du da irgendeine Präferenz, wo du sagst, naja, Nachmittag okay, aber auch am Vormittag dann zum Beispiel, weil eben Nordsee-Sorte brennt, machst du dann eine Unterscheidung zwischen Brent und WTI, also US-Öl und Nordseeöl, oder ist dir das Genau. gleich? Also die laufen eigentlich relativ synchron. Meistens ist halt Unterschied von einem US-Dollar, aber es kommt eben darauf an, eben auch wo die Kontraktwechsel stattfinden oder eben auch die Broker eben, wo sie gerade ihren in Wechsel eben machen. Aber im Prinzip ist eben im Moment eben WTI und Brent, ja, dürften was. Brent steht ja jetzt hier bei 51,50 und WTI bei 50,40. Also sind es genau jetzt im Prinzip oder schon seit längerem etwa ein Dollar Unterschied. Aber ich mache da eigentlich keinen großen Unterschied. Das ist eben
von den Charts her, wenn man es jetzt eben hier sieht, gab es eine lange Aufwärtsbewegung. Aber ich wollte erst mal Brent haben, weil da gab es eben einen schönen Wochenwiderstand, aus dem gab es eben dann eben auch die Setups raus. Also erstmal eine lange Aufwärtsbewegung, wie ich eben vorgegangen bin. Hier wollte ich eben einen antizyklischen Trade starten, als eben die Lagerzahlen rauskamen an dem Tag. War hier ein antizyklisches Shortlimit knapp über dem Wochenwiderstand drin. An diesem Tag lief aber dann Brent eben nicht da hoch, sondern erst am nächsten Tag. Aber das Limit wurde dann rausgenommen. Theoretisch hätte man hier live bzw. in dem JFD-Desktop das Hoch eben erwischen können. Ich habe mir dann eben eine Stop-Sell-Marke dann zurechtgelegt, die eben dann unter diesen Hochs dann ausgeführt worden ist. Also ein Schlusskurs, ein Tagesschlusskurs unter diesem war eben hier dann das Ausgangssignal und diese Pfeile wurden damals eben auch schon eingezeichnet, wie gesagt, als eben noch der Trend hier oben stand, beziehungsweise hier, also vor die Tageskerze und auch nicht im Nachhinein natürlich eingezeichnet, ich ändere nie die Prognosepfeile und wie gesagt, hier ist es dann eben auch perfekt gelaufen. Nicht 100% perfekt eben bei Brent, aber dafür eben dann bei WTI. Hier wurde eben die Zone knapp bei, also die Korrekturzone bei 47,20 beziehungsweise hier, wo eben auch das Ende des Pfeils liegt, nicht ganz getroffen, aber hier dann sofort eine Gegenanalyse gebracht, dass es dann eine größere Aufwärtsbewegung stattfinden kann. Und die folgte dann eben auch dann. Und hier eben beim WTI wurde das Kursziel, ja, fast punktgenau, eben also das Korrekturziel punktgenauer erwischt und dann eben eine größere Gegenbewegung erwartet. So, und jetzt gab es eben dann diese Woche, nachdem eben diese Gegenbewegung stattgefunden hat, gestern neues Setup, jeweils bei Brent und beim WTI. Und jetzt hier sieht man halt auch wieder die Relevanz des Rainbows. Oder auch, wie man es eben auch jetzt hier sieht, das EMA 38 liegen dann im Prinzip auf demselben Preislevel. Allerdings wurde eben hier zunächst prognostiziert, dass es erst noch ein Hoch geben sollte, um dann das Short Limit auszuführen, also zu catchen, und dann eben den Rückfall, das hätte dann stattfinden sollen. Zu dem Short Limit kam es eben leider nicht, aber genau diese Korrekturzone hat dann gegriffen und lief jetzt eben dann Brent nochmal in die Zone rein. Was jetzt hier eben sein kann, oder man kann jetzt eben nur hoffen, eben live, ja, hier diese Bewegung kann eine fertige Welle jetzt sein und von diese ganze Aufwärtsbewegung kann jetzt eben korrigiert werden und eben dieses Level nochmals erreicht werden. Jetzt muss man eben sehen, die Short Limits sind aktiv, auch genauso wie hier bei WTI. Das sieht man auch wieder punktgenau. Wie gesagt, ich habe jetzt hier die Charts natürlich nicht präpariert oder sonst was. Ja, ein Stundenchart sieht man exakt, lief das WTI an die Unterkante hin, wo eben dann genau die Kurskorrekturziele gewesen wären. Aber wie gesagt, auch hier ist WTI erstmal nicht so hingelaufen, um dann schon einen Gewinn einzustreichen. Aber hier gefällt mir das jetzt auch, wer jetzt hier neu, sag ich mal, dabei ist, kann jetzt hier auch ein antizyklisches Limit, ja, mit eben dem Stopp, der ist auch immer angegeben, der liegt jetzt eben hier 100 Pips weit entfernt, kann man jetzt hier agieren und eben auch, wenn man im Tageschart wieder sieht, diese ganze Bewegung, ja, ist jetzt erste Korrekturarm, und da kann jetzt auch noch ein zweiter folgen, der auch in Richtung 43 US-Dollar gehen kann. Ja. Also im Prinzip mal abwarten. Natürlich über dem Hoch sieht es natürlich für Shorts natürlich sehr bitter aus. Also da ist definitiv dann nichts Antizyklisches mehr möglich in meinen Augen. Aber soweit gefällt mir hier das Chartbild trotzdem, nachdem es eben hier nochmal nach oben ging, doch noch recht gut und kann sich hier schon antizyklisch in meinen Augen eben positionieren. Ja, das ist ja auch so eine kleine Spezialität von dir, von deinem Trading-Stil. Du sagst ja auch, dass du
durchaus immer versuchst, gewisse Umkehrpunkte zu erwischen, was auf jeden Fall, ich sag mal, eine starke Disziplin ist, aber natürlich dann auch immer mit einem relativ schnellen Profit versehen werden kann. Du hast ja auch hier deine Stops sozusagen markiert, falls es schief geht, aber ich sag mal, die Spekulation auf ein kleines Doppeltop im Stundenchart ist ja durchaus gerechtfertigt und das wäre dann sozusagen auch deine Annahme in dem Fall, ne? Ja, eigentlich ein Doppeltop jetzt nicht unbedingt, sondern einfach, dass hier die Aufwärtsbewegung nochmal ein Fünfer, eine Elliott-Wellenzählung eben fertig ist und dass das jetzt auf alle Fälle korrigiert. Und dann muss man eben sehen, was die TI jetzt vielleicht eben knapp unter der 50 US-Dollar-Marke macht. Wenn jetzt hier eindeutige Signale da sind, dann kann sich das nach oben noch natürlich nochmal auffächern. Dann muss man eben den Stopp eben nach unten ziehen. Aber bei antizyklischen Setups ist es halt erstmal gegeben, dass der Stopp dann doch relativ weit weg sein kann, muss, soll. Und wie gesagt, wenn sich das jetzt hier auch sowieso jetzt nur die 50 US-Dollar-Marke bewegt, dann setzt man den Stopp auf das Hoch, dann hat man hier das Risiko begrenzt. Aber bislang kann man jetzt hier den Stopp in meinen Augen nicht unbedingt nach unten versetzen. Also bleibt er erstmal da oben. Ist also praktisch so eine Art Worst-Case-Stopp, den du da als erstes setzt, letztlich. Ja, Also für kann den so Fall, sagen. dass es eben durchschießt an dieser Stelle. Okay. Dann nimm dir mal den DAX ruhig gleich nochmal vor. Ich werde jetzt nochmal kurz den Bildschirm switchen, um hier nochmal kurz. Mal kurz gucken, dass wir das hier nochmal geregelt kriegen. Um nochmal den Austral-Dollar-Yen-Trade mal kurz zu bewerten. Martha war ja vorhin auch Short beim US-Dollar-Cut, was soweit auch ganz gut war, aber wir haben ja eine kleine Gegenbewegung gesehen und jetzt auch hier einfach mal so die Erläuterung auch dazu, warum man gerade im Intraday-Bereich auch ein Stück weit aggressiver sein muss. Wie gesagt, der Trade wurde ja vorhin angesprochen, Ausbruch Asia-Range sieht gut aus, vor Monatstief hier die orange Linie, Rainbow positiv. Die Spekulation war, dass wir hier nach oben gehen und tendenziell eigentlich auch noch viel, viel höher hätten laufen können sollen. Das kann heute auch noch alles passieren, gar keine Frage. Grundsätzlich aber das kurzfristige Take-Profit-Ziel hier unter dem 4-Stunden-Hoch der gestrigen New York-Abendsession. Punktorientierung dessen war hier praktisch aus dem 5er heraus die ATR, die Average True Range. Also praktisch die letzten Kerzen, die letzten 10 bis 14 Kerzen werden hier genommen und dann wird praktisch sozusagen projiziert, wo die theoretische Kerze hinlaufen soll und kann. Und das wäre praktisch hier das Niveau gewesen. Und man sieht hier, ja, das war ein Satz mit X. Wir haben das Ziel hier um 2,56 Pips verfehlt. Ja, das wäre der Take Profit gewesen. Das kann natürlich im Trading passieren. Was sehen wir dann jetzt im Umkehr? Es gab wieder einen Rücksetzer und den Stopp habe ich sozusagen auch hier nachgetrailt. Trailed ist praktisch, dass der Stopp sich sozusagen, je nachdem, wenn der Preis sich nach oben bewegt, wie Bernd auch gerade beim WTI gezeigt hat, wenn es also in die eine Richtung geht, in die erwartete Richtung, dann macht es Sinn, den Stopp entweder auf Break-Even zu ziehen, also Einstand, oder zumindest auch nachzuziehen, damit hier nichts mehr passieren kann. Meine Erfahrung heraus ist eben jetzt hier gerade im kurzfristigen Intraday-Bereich am Forex-Markt hier im M5, M15, M30, dass man natürlich auf große Bewegungen spekulieren sollte. Und auch kann, aber wenn die Bewegungen in Stocken kommen, hier nicht zuschauen, um dann praktisch schlussendlich doch den Verlust einzuheimsen, sondern sich beispielsweise hier anhand der ATR oder eben einem festen Stopp, der nachzieht, sozusagen dann eben auch ausstoppen zu lassen. Und bei mir ist es jetzt passiert hier, ich bin mit einem minimalen Profit überhaupt nicht der Rede wert, war auch nicht das Ziel, ob jetzt Break-Even oder der Stopp hier, bin ich jetzt letztlich aus der Position rausgegangen. Aber es war auch gar nicht so verkehrt, denn wir sehen, der Markt geht jetzt wieder in die Asia-Session rein, sage ich schon rein. Das ist hier praktisch dieses Rechteck. Ja, in Asien sind wir 39 Pips gelaufen und jetzt geht der Preis wieder eben hier rein und das ist eigentlich kein gutes Zeichen. Ein Pullback, also ein Rücksetzer und wieder Ausbruch nach oben ist zweckmäßig, aber der kommt mir hier schon viel zu tief rein und Sie sehen hier meinen Entry, der letztlich hier ausgeführt wurde. Ich wäre jetzt hier schon wieder leicht im Minus oder auch selbst bei Break-Even wäre ich dann eben praktisch jetzt zu Null raus. Und jetzt muss man mal abwarten, was sich hier tut. Ich hatte vorhin auch nochmal die Frage zur Fuzzy-Logik gesehen. Das ist hier dieser Algorithmus, der auch selbstlernend ist, der praktisch hier mit diesem blauen Signalpfeil aufgrund historischer Daten mir hier aufzeigt, wo der Preis hinlaufen könnte. In der Tat ist das eine Art Kristallkugel, die, und da muss ich jetzt gleich hinzufügen, natürlich keine Berechtigung auf Erfüllung hat. Ja, es ist wie so eine Art Indikation, einfach eine Maßgabe, die mir hier vorauswirft, was passieren könnte.
Und ja, das sieht jetzt bislang ganz gut aus. Hier auch das Hoch, was direkt kam, worum ich ja auch in den Trade reingegangen bin, so schon vor 9 Uhr, hat er auch ganz gut erfasst. Jetzt kommt sogar der Rücksetzer, den wir hier so, sozusagen auch leicht im Preis sehen. Und man sieht, der sollte eigentlich noch nicht fertig sein. Das heißt, diese Option kann hier durchaus noch weiter nach oben gehen und tendenziell sehen wir hier Preise von 78, 55 und höher. Das wären dann praktisch hier diese Niveaus am Vortageshoch und das war ja auch ein theoretisches Ziel. Jetzt sehen wir auch die aktuelle 15-Minuten-Kerze. Gut, die braucht jetzt noch ungefähr 8 Minuten, bis sie denn endet, aber jetzt kommt der Preis hier schön zurück und ja, das kann natürlich auch jetzt der Fall sein, dass er nach oben dreht, aber man hat eben seine Rules, wo man sagt, okay, ich ziehe den Stopp nach, entweder geht es in den Take Profit oder in den Stopp und jetzt muss man mal sehen, was hier passiert. Neues Tageshoch würde ich dann sogar vielleicht kaufen, um den nächsten Move nach oben mitzunehmen, aber aktuell ist mir das einfach ein Stück weit zu unsicher. Mal abwarten, was der Markt hier noch macht. Letztlich, Fuzzy-Logik, weil ich es gerade lese, Andreas an dieser Stelle. Wir arbeiten hier mit dem Hersteller zusammen, beziehungsweise sind hier in Gesprächen, wie man da was verbinden kann. Das ist aber letztlich eine separate Software, die hier lizenzpflichtig auch ist, aber die ich dann auch immer wieder mal darstelle, wenn es interessante Setups gibt. Und wie gesagt, das gibt es hier zu sämtlichen Währungspaaren, Futures und auch Indizes. Ist wie gesagt ein Ergänzungstool, was man nutzen kann. Bernd, hast du den DAX soweit schon mal im Griff? Was sagst du dazu? Moment. Er ist ja gut reingekommen letztlich. Er versucht halt, ja, aber er schafft es noch nicht. Er wäre das Gap ja, er hat ein größeres Gap gerissen auf Xetra-Basis. Er versucht hier eine Korrektur bzw. das zu schließen, aber im Moment ja nicht wirklich was Spannendes. Also auch im 5-Minuten-Chart bleibt es weiter bullisch. Also es gibt da keine wirklichen, richtigen Anzeichen von Schwäche noch, ja, im DAX. Also er ist jetzt definitiv die letzten Tage, hat er die US-Indizes outperformt, aber davor ging es ja wochenlang eigentlich genau andersrum, war ja relativ schwach gegenüber den US-Indizes. Ja, die Korrelation ist eh immer so ein Thema, ne? Wer gibt dir die Marschroute vor? Es ist ja bekannt, dass wenn Amerika niest, Europa oder speziell auch der DAX einen Husten bekommt, so heißt es ja schön, aber das ist auf jeden Fall immer eine gewisse Diskrepanz, die man unlängst gesehen hat. Die Amerikaner ja ohnehin, gerade der S&P 500 ja hier in Sachen Allzeithoch beziehungsweise unmittelbar weg, während wir hier deutlich tiefer notieren, das ist natürlich eine ganz, ganz große Diskrepanz, aber DAX Trading natürlich ansonsten auch das beliebteste und hier nochmal der Hinweis, dass man natürlich auch den DAX mittlerweile mit den Minis abhandeln kann, meine lieben Zuschauer. Wer das noch nicht gesehen oder gehört hat, Minis ist praktisch hier die kleinere Kontraktspezifikation. Das heißt, also ein CFD war ja praktisch oder ist auch Standard, aber praktisch ein Punkt, ein CFD in der Bewegung und jetzt kann man auch hier praktisch den Cent-Bereich abgrasen und Sie können sozusagen hier noch größeres Feintuning im Trading betreiben. Das heißt, dass Sie hier jetzt praktisch auch im Cent-Bereich agieren können und sich sozusagen hier nicht immer dem vollen Punkt aussetzen an Risiko, sondern eben auch 10 Cent beispielsweise, also bis auf eine Feinjustierung von 10 Cent den DAX handeln können. Das ist auf jeden Fall eine Neuheit, die wir seit Anfang Juni haben, für 7 Indizes, für die bekanntesten. Wir haben auch nicht extra hier den DAX umbenannt, ja, also unsere DAX-CFDs, sowohl hier der Xetra DAX CFD als auch der 24-Stunden-DAX CFD sind genau die gleichen wie vorher. Wir haben sie sozusagen einfach optimiert und aus dem einen CFD hier praktisch noch den Mini ergänzt. Einfach nur, dass sie da praktisch jetzt auch den Dezimalstellenbereich handeln können. Und das ist natürlich eine Sache, die wir auch hier, kleiner Hinweis an dieser Stelle, am Freitag in einem Special Webinar, da werde ich Ihnen auch mal ein Stück weit was noch zu Money- und Risk-Management-Taktiken erzählen, aber da werde ich speziell eben auch mal drauf eingehen, was man da sozusagen machen kann mit den Kontraktspezifikationen. Und im Übrigen, gleich nochmal als Ergänzung, wer es noch nicht kennt, die Tools, ich schiebe mal gerade den Mini-Terminal rüber, solange die Website lädt. So. So, damit arbeitet auch Heiko Behrendt, ja, wenn es um schnelles Kurzfrist-Trading geht,
Dazu wird es jetzt auch in Kürze noch mal eine Webinarreihe geben. Also hier die Add-ons, meine lieben Zuschauer, das ist der Knaller. Für alle die, die hier mit dem MetaTrader arbeiten wollen, wie gesagt, sie haben so eine Art Sentiment-Korrelationsindex, Korrelationsmatrix. Das werde ich bei Gelegenheit in einem Special-Webinar mal vorstellen und Sie können hier praktisch mit einem Klick und auch voreingestellten Stop-Loss und voreingestellten Take-Profit-Orders automatisch in den Markt abfeuern. Und hier sozusagen sehr, sehr schnell handeln. Und das, wie gesagt, hier unsere JFD Mini-Terminals, die hier das Trading natürlich gerade im kurzfristigen Intraday-Bereich auf ein neues Level heben, haben wir schon lange, aber viele nutzen die gar nicht, beziehungsweise kennen die Add-ons gar nicht. Deswegen muss ich das einfach nochmal ansprechen an dieser Stelle. Die können Sie auf unserer Website runterladen, zwei, drei Klicks und die installieren sich automatisch im MetaTrader. Dann können Sie die hier unter den Expert Advisors abrufen. Und das ist, wie gesagt, eine sehr, sehr komfortable Sache im kurzfristigen Trading. Da werde ich auf jeden Fall nochmal speziell in Zukunft eingehen auf die Mini-Add-ons und gerade Korrelationsmatrix, ja interessant, das will ich den Kreis mal schließen, weil wir es ja davon hatten, wegen Dow Jones und DAX. So, ah, nehmen wir am besten mal, machen wir das mal anders, nehmen wir Korrelationstrader. Also Korrelation, wie gesagt, ist ja der Gleichlauf der Märkte, beziehungsweise hier die Korrelation, also der Zusammenhang der Bewegungen unterschiedlicher Märkte. Und das ist natürlich immer wieder gesagt auch wichtig, wenn man jetzt zum Beispiel Trades eingeht, zu wissen, laufen die synchron, laufen die gegeneinander. Und wir hatten ja beim Bernd vorhin oder auch die Aussage mit dem Dow Jones und DAX, also wir haben ja den 24 Stunden DAX und den 24 Stunden Dow Jones und sehen hier den prozentualen Wert im Stundenchart in Sachen Korrelation. Der bewegt sich natürlich, weil sich der DAX und die Indikation bewegen. Wir gehen mal auf den H4, beliebter Chart. Jetzt während der letzten Zyklen, man kann das auch dann noch justieren in Sachen Perioden, haben wir aber hier eine sehr, sehr hohe positive Korrelation. Ja, was heißt das? Der Gleichlauf ist relativ synchron. Sie sehen es auch an den Chartbildern, ja, fällt der DAX, der ist oben, fällt der Dow Jones, der ist unten, dann ist das hier ein relativer Gleichlauf. Das ist hier praktisch diese positive Korrelation und Werte über 75, in dem Fall plus 83, sind hier damit besegnet, dass man da aufpassen muss, weil die eben sehr, sehr gleich laufen. Im Stundenchart sah es sehr schwach aus. Da haben wir hier eine Korrelation, die sich jetzt nicht ganz so konfirm geht. Liegt auch damit zusammen, dass wir natürlich hier den 24-Stunden-Handel haben, da wird es in der Nacht eben ein bisschen ruhiger. Ich will aber nochmal auf den Tageschart gerade eingehen. So, mal sehen, dass er hier nochmal fertig lädt. So, und da sehen wir hier auch eine positive Korrelation, also ein Gleichlauf von 65, aber ich sagte ja gerade, Werte ab 75 sind eigentlich erst interessant und man sieht auch hier, dass die Charts sich ähneln, aber nicht ganz so synchron sind wie jetzt im H4. Letztlich Korrelationstrader, ein einfaches Tool mit zwei Klicks hier, möglichst sich zwei Underlyings direkt gegenüberzustellen oder sogar in der Korrelationsmatrix hier den Punkt zu nutzen, um letztlich den Überblick zu verschiedenen Korrelationswerten zu erhalten. Und die Matrix ist dann auch das, jetzt muss ich Dagmar noch mal gerade ergänzen, weil der gerade die Frage kam, die Periodeneinstellung ist in der Korrelationsmatrix möglich. Hier ist es, wie gesagt, eine gefixte Periode abhängig von den Timeframe, was man einstellt in der Korrelationsmatrix, kann man ja selbst dann auch noch die Periode festlegen, wie viel es denn sein soll. In der Regel ist aber 100 Kerzen oder 100 Perioden das Üblichste an dieser Stelle. So, wir sehen mal den DAX hier im Stundenchart. Da ist bislang nach dem Upgap, was wir gesehen haben, und den Lauf in Richtung 10.110 jetzt hier eine Konsolidierung. Bernd, was meinst du, das Gap, wird das geschlossen hier? Ich habe gerade das mit dem FDAX abgeglichen. Also im FDAX ist das Gap exakt geschlossen worden im Tief. Und ja, Xetra ist halt, handelt natürlich nur bis 17 Uhr und öffnet erst um 9 Uhr. Ja, da ist noch eben was offen. Ja, ich denke schon, dass es hier noch geschlossen wird. Ja, aber 17:30 C3, ja, ne? Machen die immer. Aber gut, auf die halbe Stunde wollen wir uns jetzt nicht festbeißen, aber grundsätzlich hier. Soll ich den Chart mal rüberwerfen, dass du mal kurz den DAX bei nach deiner Vorgehensweise so ein Stück weit mal einfängst? Ich meine, das Gap Close ist jetzt hier schon, ja, gerade wenn es im Future passiert, ist jetzt nicht unwahrscheinlich, dass es kommt, aber ich reiche dir mal den Bildschirm rüber, Bernd Boy. Dass wir uns nochmal direkt auf deinen Screen sozusagen fokussieren. Kleiner Augenblick, liebe Zuschauer, jetzt gibt es nochmal einen Bildswitch. Dann geht es gleich weiter.
JD hat auch noch eine. Noch mal von. Bernd, Was willst du sagen? ich habe gerade noch eine Frage im Chat gefunden. JD fragt wegen dem DAX von 8 bis 22, also hier direkt den Future DAX willst du hier einfahren, also den Eurex Ja, ich DAX. habe den auch. Ich habe den auf einem anderen Bildschirm, mein Future. Das sind richtige Future-Kurse und keine Indikationen. Und ja, wer, sage ich mal, wirklich professionell. Also man muss den Future, also auch den Dow Jones Future, oder da hat man ja auch das Volumen. Man sieht, ob jetzt an dem Tag wirklich viel gehandelt wird oder nicht. Das sieht man ja bei den Indikationen nicht. Deswegen, wenn man ja richtige Future-Kurse hat, ist es auf jeden Fall ein Vorteil. Hier sieht man jetzt eben die Marke, ja, also dass eben hier das Gap vom, was ist es denn, vom 9. Juni eben geschlossen worden ist am heutigen Tag. Und dieser Pfeil ist eben auch nur auf Schlusskursbasis eben gültig. Jetzt ist halt hier ein neues Gap entstanden. Natürlich hier vom Wochenbeginn ist ein recht großes. Hier ist noch ein weiteres offen. Also deswegen hier wird, denke ich mal, vielleicht eben nicht ganz die 10.020, sondern das waren, glaube ich, ja, was ich bei dir eben vorher gesehen habe, nur in der Xetra-Auktion gab es nochmal 10 Punkte nach unten, Dip. Ich denke mal hier noch 30, dass der DAX eben noch rund 30 Punkte oder wieder auf dieses Widerstandslevel oder jetzt halt Unterstützungslevel zurückfällt und dann vielleicht nochmal einen Versuch nach oben startet. Wenn man jetzt eben in den kurzfristigeren Zeitebenen unterwegs ist oder schaut, ja, ist auch im Gap Close, würde definitiv noch oberhalb des Rainbows im 5-Minuten-Chart würde der DAX bleiben, also weiter eben dann Trend bestätigend. Also da ist noch keine, ja, Shorts in meinen Augen, braucht man noch nicht eingehen, ja. Ja, Rücksetzer Meiner Meinung nach. könnten in dem Zusammenhang dann auf jeden Fall schöne prozyklische Einstiege sein, praktisch, ne? Ja, also wer das jetzt hier ja, wagen will, ist dann wirklich eher aufgehoben, hier beim Gap Close mit engem Stopp halt dann zu arbeiten, aber eher natürlich auf die Trendrichtung erstmal zu setzen. Und ja, wer jetzt markttechnisch etc. was benutzt, ja, es muss ja mindestens ein Tief und unter das letzte, ja, der Kurs sollte mindestens unter das Tief eines letztes markanten Tiefs eben fallen, ja, den Kurs fallen. Und hier wäre dann in meinen Augen frühestens, ja, jetzt sind wir hier im 15, also eher, ja, wirklich ein Rückfall unter der 10.000-Punkte-Marke. Da kann man eher an Shorts denken, also oberhalb der Marke ist der Markt einfach zu stark. Ja, Das wird einfach, man muss ja, oder wie gesagt, ja. ja, man sollte eigentlich, man kann, es gibt natürlich verschiedene Ansätze, wirklich antizyklisch habe ich früher sehr häufig gemacht, aber das ist natürlich mit einem größeren Risiko eigentlich verbunden, weil die großen Marktteilnehmer können die Position ja nicht von heute auf morgen oder beziehungsweise von einer Minute auf die anderen aufbauen oder abbauen. Wir privaten Anleger können das natürlich und da hat man halt natürlich einen Vorteil. Aber wenn jetzt hier ein Trend eben besteht, dann wollen eigentlich die großen Marktteilnehmer erstmal oder treiben den DAX einfach noch in die Richtung. Ja. Und erst wenn dann wirklich ja, andere Signale, aber ich habe eben die Erfahrung eben gemacht, also der Stundenchart ist wirklich, ja, da achtet eigentlich so gut wie jeder Trader drauf, egal ob er jetzt halt natürlich im 5-Minuten-Chart unterwegs ist oder im Tageschart. Also der Stundenchart ist in meinen Augen ja, der meistbeachtete oder der wichtigste. Na, das ist doch mal ein Standing. Also das mal mitnehmen, da gebe ich dir auf jeden Fall recht. Ich meine, gerade im Intraday-Bereich, selbst für die kurzfristigen Trader, die haben einen Blick tatsächlich auch auf den Stundenchart und ich sag mal, das ist dann schon Richtung Swing-Trading langsam, weil aus der Stunde kann dann auch die 4 Stunden rauswachsen und dann hat man teilweise ja auch Trades, die ja über einen Tag hinausreichen, was natürlich dann dazu führt, dass man eben die Position sozusagen auch swingen könnte, also auch länger halten könnte. Grundsätzlich aber zum DAX natürlich, bist du jetzt hier auch gerade im kurzfristigen Timeframe unterwegs. Man darf, wie gesagt, den Brexit-Event nicht vergessen und da muss man wirklich nochmal appellieren. Wer da, oder ich sage mal so, die großen Adressen werden erstmal zuschauen, was passiert, Schrägstrich, zu teilen. Auch der Optionsmarkt, der läuft natürlich auf Hochtouren. Da wird viel spekuliert und es gibt sicherlich einige, die da den großen Genickbruch erleben werden oder andere, die dann hier, sage ich mal, freudestrahlend ihre Performance darstellen.
Letztlich ist aber so, bei ungewissen Events halten sich auch die großen Adressen, das ist genauso bei den Non-Farm-Payrolls oder auch anderen Event-Daten, da wird erstmal gesehen, was der Markt eigentlich macht, und viele Retail oder auch, sage ich mal, Neueinsteiger gerade am Markt versuchen eben solche Events dann immer aggressiv auch handeln zu wollen. Da ist aber eben, wie gesagt, die Spread-Ausdehnung, die Slippage bzw. Spikes sind da, oder auch Fehlausbrüche, Fehlbewegungen sind da immer enorm, enorm hoch. Und da muss man eben auch sagen, da ist die Gefahr eben auch groß, dass man da häufig auf der Verliererseite steht. Und die Profis halten sich bei sowas in der Regel raus und warten erstmal ab, bis der Staub sich gelegt hat. Und das dürfte beim Brexit-Event zu Teilen eben auch der Fall sein. Es wird massenhaft Anleger geben, sowohl Einsteiger, aber auch Profis, Event-Trader, die das natürlich auch auszunutzen wissen und mit der richtigen Disziplin hier vorgehen. Und dann kann das auch mal richtig ein richtiges Fest werden, weil, wie gesagt, wenn sich British Pfund zum Beispiel 800 Pips bewegen sollte, British Pfund, US-Dollar, Cable beispielsweise, man steht da auf der richtigen Seite, und ja, da kann man die Jahresperformance natürlich verdienen, wenn man da mit der richtigen Size oder mit einer positiven Pyramide arbeitet, gar keine Frage, aber man darf nie vergessen, dass natürlich auch im Umkehrschluss Gegenbewegungen, erratische, unkalkulierbare Spikes erfolgen können, die dann eben den kleinen Marktteilnehmer dann sozusagen immer rausnehmen. Faktisch bei uns haben wir ja, wie gesagt, die Post-Trade-Transparenz beziehungsweise auch die Liquiditäts-Pool-Anbieter. Das heißt, wir arbeiten nicht nur mit 1, 2, 3 Banken zusammen, sondern mit einem ganzen Pool. Und insofern können Sie sich selbst bei solchen Events sicher sein, dass wir da auch die fairsten Preise stellen. Nur wenn die Gegenseite eben dann hier die Spreads aufmacht, die wir ja auch nicht manipulieren, wir geben die Spreads so durch, wie wir sie bekommen, dann ist es natürlich auch immer so, dass man da eben das Risiko von Slippage hat, also von benachteiligter Kursausführung. Ansonsten, Bernd, du hast jetzt hier gerade die Währungspaare aufgerufen. Ich habe auch eine Frage im Chat. Ich glaube, du hast Aussie, also Australdollar, Neuseeland-Dollar, unlängst mal gecovert. Ich sehe den Chart auch in der Mitte von deinem Fenster. Ja. Es heißt hier gerade, der dümpelt ja gut vor sich hin, aber was sagst du dazu? Ja, wie man jetzt eben auch wieder hier erkennen kann, die Stop-Buy-Marke lag eben über hier dem Hoch, ist ausgeführt, aber dann gab es eben kein. Ja, ich schiebe das mal kurz nach oben, dann sieht man es besser. Ja, sieht man auch wieder, ist jetzt ganz andere Zeitebene, ganz anderes Basispaar, also Währungspaar jetzt hier. Kommt einfach nicht über die Unterkante hinweg, also der Schlusskurs fand überhaupt nicht statt, also zeigt es wieder noch von Schwäche. Deswegen kann hier, ja, ist leider eben ja, natürlich hier möglich, dass es nach den Stopp halt dann reißt und nach unten wegbricht, solange eben hier der EMA 10 jetzt hier auf Tagesbasis nicht überwunden wird, ist es definitiv jetzt kein sehr ja, sehr gutes Setup mehr. Also hier war es einfach auch aus einer anderen Zeiteinheit raus, antizyklisch, dass hier die Bewegung eben zu Ende ist, war ja hier ein dynamischer Ausbruch fand ja statt, allerdings eben dann hier gab es keine Käuferschicht, die den Wert weiter nach oben trieb. Gegensatz dazu ist hier Pfund gegen australische Dollar, da lag die Stop-Buy-Marke ja, hier bei 1,93. Sieht man, dass hier zunächst nicht wirklich es vorwärts ging, aber er blieb hier im 4-Stunden-Chart über dem Rainbow, und ja, man sieht, dass hier das Kursziel, also in den Videos wurde schon erwähnt, definitiv Gewinnmitnahmen zu tätigen sind, und ja, kommt jetzt hier halt nicht ganz an das Kursziel hin, aber was sind das Pips? Sind es ja, 400 Pips nach oben, Risiko war 200, also ist es hier ein schönes Setup gewesen, was dann eben aufging. Ja, das ist auch interessant, Bernd, weil du es gerade sagst, mit den Setups, wie gesagt, wer es nicht kennt oder weiß, der Bernd, wie gesagt, auf unserem JFD-Desktop immer zu sehen. Vielleicht kannst du direkt nochmal anklickern, wo du da bist, eben auch mit Live-Videos am Start. Und da besprichst du, und das ist ja auch interessant, eben auch mehrere Underlyings. Es geht eben hier auch speziell darum, dass sie zum Beispiel nicht nur den DAX handeln oder nur Euro-US-Dollar, sondern eben auch mal über den Horizont schauen. Und wenn es da eben bei einem Exotic Pair und nichts anderes ist der Australdollar gegenüber dem Neuseeland-Dollar. Das heißt, wir haben es hier mit einer exotischeren Währung zu tun, weil A, nicht in US-Dollar gehandelt, welches ja als die Major-Währung schlechthin gilt, und B, eben dann auch hier die zwei ozeanischen Pairs miteinander verbindet. Also es ist definitiv exotisch, aber sowas hat der Bernd eben im Blick, neben auch seinem Quickscan hier zum Beispiel bei Gold, auch immer wieder neben den Rohstoff oder den Rohstoffen Öl, hast du ja auch Gold regelmäßig auf der Pfanne, und das auch als Appell an Sie. Sie sollten natürlich auch hier immer mal wieder ein Stück flexibel sein und nicht unbedingt
das Underlying suchen, mit dem sie gut klarkommen, sondern das Setup. Ja, und der Bernd hat jetzt zum Beispiel hier einen antizyklischen Trade beim Australdollar, Neuseeland-Dollar gegen den Rainbow vorgestellt. Das hätte klappen können, ja, ganz klar. Und Versuch war es wert, warum nicht? Und jetzt nimmt es eben ab, das Setup. Oder stoppt. Was hast du? Halt in den, ja, hier. Ich sag in den unteren, ich bin ja auch von den unteren Zeitebenen auch ausgegangen. Hier eben auch im 4-Stunden-Chart ging es halt. Und jetzt sieht man halt hier auch ein bisschen dann wieder die Wirkung des EMA 30, 38, vielleicht auch EMA 50. Da wäre es wahrscheinlich definitiv immer so abgeprallt. Ja. Ging es halt einfach nicht drüber. Und also hier war einfach auch Richtung, ja, was eben hier eingegeben ist, möglich. Aber die Bewegung hat sich eben nicht dynamisch nach oben aufgefächert und ja, theoretisch wäre hier auch schon ein engen Stopp dann möglich gewesen. Nachdem es hier nicht nach oben ging, hätte man den Stopp auch schon jetzt hochziehen können. Aber klar, nicht jedes Setup geht auf. Dafür, was wirklich jetzt die letzten Male wieder ja, super alles gepasst hat, war hier auch, zwar ist jetzt hier der schöne Kurs, ja, die Kaufzone nicht ganz erreicht worden, aber das Kursziel dann komplett. Ja, und dann eben auch immer bullisch gewesen für Gold. Und dann gab es in letzte Woche und diese Woche kann man eben auch nachher hier, ich habe sie ja vorher kurz aufgemacht, gab es eben dann hier im Gold. Das war dann hier der 17.06. war hier eben eine Sell-Triggermarke benannt. Und man sieht hier, wie dann die komplett gewirkt hat. Zwar ist das Kursziel oder der Prognosepfeil war eigentlich nur hier oben angezeichnet gewesen und ist dann eben auf, ja, auf die nächstgrößere Unterstützung gegangen. Die zwei Pfeile waren dann eben Erholungspfeile und ein neues Setup gab es dann eben in der Woche. Und da hat es ja, das haben wir hier, ist also von, ja, von gestern 11 Uhr. Die nächste Sell-Trigger-Marke eben eingezeichnet worden. Stopp lag dann hier oben, als eben hier im Stundenchart der EMA 200 gebrochen ist, waren hier dann eben Kursziele von 1,65 genannt, was eben dann gestern hier auch um 17 Uhr schon getroffen worden ist, dann hier um 21 Uhr und der nächste Pfeil wäre erst hier unten, dann hätte dann erst stattgefunden, neueres Verkaufstrigger-Signal, sage ich mal, aber ist halt nur exakter angelaufen, dort gedreht, also ist es auch nicht aktiviert worden. Hier war ja eben ein schönes, ja, auch in meinen Augen ja nicht. Es kommt darauf an, in welcher Zeitebene unterwegs ist. Es war jetzt nicht ganz antizyklisch, weil es halt im Chart gab es ja hier schon einen Bruch, dann der letzten Unterstützungszone, also war das nicht unbedingt antizyklisch, sondern eigentlich dann eher eben mit dem Trend eine Short. Also eine Sell-Trigger-Marke, die dann eben hier auch wieder komplett aufgegangen ist, genauso wie jetzt hier das untere, wenn hier ein markantes Tief eben fällt und vorher eine Bewegung zu Ende ist, dann kann man hier sehr gut die Sachen eben auch handeln. Das, was dann nicht unbedingt ganz als antizyklisch dann darstellt. Natürlich im Tageschart ist es natürlich dann ein antizyklisches Setup. Wir sind ja hier ja, seit Anfang des Jahres in einer schönen Aufwärtsbewegung. Aber es ist halt. Man muss halt im Prinzip schauen, in welcher Zeitebene man auch handeln will und wo es eben gute Setups eben gibt. Da muss man Absolut, recht flexibel sein. absolut. Das ist eh immer wichtig, dass man sich auch natürlich hier, sage ich mal, den zeitlichen Möglichkeiten anpasst. Das macht ja keinen Sinn, zum Beispiel, ja, wenn man jetzt aggressiv im Minutenchart zum Beispiel handeln will und jeden Tag nur eine Stunde Zeit hat, dies eben dann so auszunutzen. Das heißt, man muss immer, weil in der Stunde dann teilweise die Setups eben kommen, die teilweise nicht aufgehen, ja, und eine Stunde später wäre es passiert. Das heißt, man muss immer den Zeitrahmen sich auch abstecken, um den Markt auch vernünftig handeln zu können und hier nicht immer so scheibchenweise mal hier handeln, mal da handeln, dann sollte man eher auf den Tagesschart ausweichen, um dann wirklich eben sich und seinem Konto auch die Möglichkeiten zu geben, auch zu reifen, weil wenn man das erzwingt jetzt hier im kurzfristigen Trading und dann eben nicht, ich will nicht sagen rund um die Uhr, aber eben zu relevanten Marktzeiten dann auch tatsächlich am Start sein kann, dann sollte man sich da auf jeden Fall verabschieden, weil das birgt dann am Ende jedenfalls auf jeden Fall mehr Risiken. Aber das Multi-Time-Frame oder der Multi-Time-Frame-Ansatz ist ja ohnehin nicht verkehrt. Sprich, man schaut, was in den verschiedenen Zeitebenen abläuft. Und dann, wie du schon sagst, kann es natürlich Situationen geben. Der eine ist prozyklisch, der andere antizyklisch, weil er eben auch eine andere Zeitebene für sich dann eben im Fokus hat.
Und das muss man natürlich immer wieder auch ins Kalkül ziehen, gerade beim Analyseansatz. Beim Gold, jetzt hast du es gerade weggeklickt, ist aber nicht dramatisch, hast du ja auch so sozusagen mit so einem symmetrischen Dreieck gearbeitet. Also Charttechnik selber ist dir auch, also ich sag mal jetzt die Formationslehre ist dir auch jetzt da links, genau, ist dir da auch schon ein Stück weit wichtig, wo du sagst, hey, pass auf, der Rainbow, der faltet sich hier ein Stück weit zusammen, jetzt haben wir hier so eine Art Dreieck. Und dann hat er ja noch den EMA 200 gerissen, wo du sagst, die Wahrscheinlichkeit, dass es nach unten geht, siehst du als erhöht an aufgrund der Erfahrungswerte. Ja, auf jeden Fall eben auch Unterstützungen oder auch Formationen einzeichnen, die, sage ich mal, ja, klar ersichtlich sind. Ob es natürlich jedes Mal so gut aufgeht wie jetzt hier, ist natürlich nicht gegeben. Aber ganz früher, ich meine, der einfachste Ansatz sind eigentlich Linien, Dreiecke etc. was einzuzeichnen, Unterstützungen einzuzeichnen, und danach kann man eben auch eigentlich handeln. Man muss nicht unbedingt nach EMA oder ja, nach Elliott-Wellentheorie handeln. Also man kann auch, ja, sag ich mal, das Einfachste ist ja in meinen Augen ja schon eher markttechnisch nach Hoch-Tiefs gehen und einfach dann nach dem Trend handeln. Ja, es gibt viele Wege führen nach Rom, und ich mache eigentlich eher eine Mischung aus allem. Also Das ist auch gut. Ich mache eine Mischung aus allem. Das ist auch gut. Aber wie gesagt, das ist natürlich auch was. Ich meine, du handelst ja selber. Müssen wir mal kurz ins Nähkästchen reinschauen. Du handelst ja seit 15 Jahren oder sag mal, die ersten Marktkontakte hast du sogar schon in den 90ern. Das heißt, du hast ja schon in den 90ern eigentlich angefangen, zu handeln, korrekt? ja, so die ersten Aktien sozusagen waren 97, Okay. 98, also einfach die Zeiten vom neuen Markt komplett mitgenommen. Da habe ich zwar studiert, dann eben das Studium wegen Trading dann aufgegeben. Also die Zeiten, wo Consors dann den Intraday-Handel freigegeben hat, also dass man auch Intraday, die ist ja heutzutage, wissen ja viele gar nicht, früher gab es ja gar nicht für den Privatanleger wirklich den Intraday-Handel. Also die Abrechnung fand dann erst am nächsten Tag statt. Zum Beispiel, ich war eben bei Comdirect und Der bei Wahnsinn. Consors, und bei Comdirect war sozusagen, konnte man nicht wirklich Intraday handeln. Also die Positionen, das Geld wurde erst am nächsten Tag dann freigegeben. Also wenn man dann Positionen hatte, konnte man natürlich verkaufen, aber nicht das Geld wieder reinvestieren. Und dann bin ich natürlich bei Consors geblieben. Da gab es eben dann den kompletten Intraday-Handel. Also rein, raus, und ja, da gab es noch nicht sozusagen das High-Frequency-Trading, was jetzt natürlich verbreitet ist. Und ich habe dann eben da einen Ansatz gehabt, eher die Korrekturen zu kaufen, und irgendwann war mir halt natürlich der neue Markt zu teuer. Also ich habe jetzt wirklich nicht dort sozusagen angebrochen, als der neue Markt eingebrochen ist. Natürlich ein bisschen Geld verloren zwischendrin, aber das war eigentlich dann eher schon das Paradies eben fürs Daytrading. Ja, wenn der neue Markt 10% an einem Tag gefallen ist, da eben antizyklisch Positionen aufzubauen, am nächsten Tag ist er wieder zu geben. Also das war wirklich ein Paradies. Und dann ist natürlich 2001, 2002, ja, die Märkte und auch das Volumen weggebrochen ist bei den deutschen Aktien, musste ich natürlich dann switchen in DAX Futures, und dann eben natürlich mit Knockout-Produkten, da ist ja auch dann der Markt gewachsen in allen möglichen Richtungen. Also bevor noch der CFD-Handel kam, gab es natürlich dann nur eigentlich die Möglichkeit, gehebelt in Knockout-Produkten dann zu agieren. Guck mal, da hast du also da auch mal eine Frage ans Auditorium. Wer von Ihnen denn zum Beispiel auch schon um 2000 oder vor 2000 an den Märkten aktiv war? Ich meine, wir sind jetzt viele, viele Teilnehmer hier, klar, aber ich bin mal gespannt von den vielen, wer denn von Ihnen da schon, ja, Bernd hatte fast 18, 19 Jahre Markterfahrung beziehungsweise seine ersten Erfahrungen damit gesammelt. Das ist natürlich schon eine Hausnummer. Aber von dem Kreis des erlauchten Auditoriums mal kurz, wer von Ihnen handelt denn? Oder handelt er? Ah, da haben wir schon die ersten zwei, drei, die auch tatsächlich am neuen Markt hier aktiv waren. Respekt. Also es gibt einige Marktteilnehmer, die ähnlich auf so eine Historie zurückblicken können. Ich habe selbst meine erste Aktie genau 2000 gekauft. Es war allerdings auch eine Goldmine und eine chinesische Aktie, um ehrlich zu sein, aber es waren zwei dann in dem Fall. Ganz kurios, aber trotz alledem, oh, wir haben auch hier den Ottmar, der hier schon seit den 70ern unterwegs ist. Da schon. Und auch Ist eine Hausnummer,
Das ist eine, also meine Güte, das war ja noch Telefonhandel pur. Also ich kenne auch den einen oder anderen hier aus dem Münchner Kreis, wo ich herkomme, der auch hier in den 70er, 80er Jahren, der auch den 87er Crash direkt mitgemacht hat. Da hat er dann seine Brokerstube erstmal geschlossen. Das sind wirklich fantastische Anekdoten. Aber es sind viele Marktteilnehmer, die ja tatsächlich schon länger dabei sind. Auch eine Dame hat auch bei Consors von Anfang an mitgewirkt. Na, vielleicht auch eine Platin-Traderin von damals. Wer weiß, Bernd, vielleicht habt ihr euch bei dem einen oder anderen Event da getroffen. Aber es ist ja sehr, sehr interessant, dass hier auch schon viele tatsächlich mit zugegen sind, die hier auch schon ewig am Markt sind. Der Witz, ihr wisst es ja selber, gerade mit den Intraday-Kursen, das war früher alles gar nicht Uso. Genau das, was wir jetzt hier bei Guidance geboten bekommen. Realtime-Kurse, gut, teilweise die echten Marktkurse mit einer 15-minütigen Verzögerung, aber ich sag mal, die Indikationen, die hier von den Brokern kommen, die sind natürlich Realtime und auch lang und schwarz oder kommen direkt, wie sie alle heißen. Die haben natürlich dann ihre Live-Indikationen, die dann alle sehr markteng, sehr marktnah sind. Und das ist natürlich eine Geschichte, das war vor 15 Jahren überhaupt nicht vorstellbar, dass wir so ein Eldorado haben und so eine Möglichkeit hier zu agieren. Und das ist aber jetzt eben hier mittlerweile schon eingefleischt. Und für die neuen Marktteilnehmer, die ja hier auch zugegen sind, ist es natürlich mittlerweile ganz normal, aber der Standard, der hat sich wirklich enorm entwickelt. Und wir werden mal gespannt sein, wie das noch weitergeht. Gerade solche Webinar-Geschichten wie heute sind ja auch, ja, was um Einblicke zu liefern, auch natürlich ein Stück weit aus der Geschichte zu erzählen und natürlich auch aktuelle Live-Setups hier zu eruieren. Und ja, jetzt die Petra gibt gerade das Feedback. Bernd, sie war auch tatsächlich im Platin-Kreis unterwegs, ne? Echt, ja, da gab es ja schöne Events. Also ich war bis 2007 dann, hat ja Consors jedes Jahr so eine Platinade dann veranstaltet und es waren eigentlich schon schöne Events, auch andere Leute dann kennenzulernen. Aber dann bin ich eben 2007 ausgetreten. Die Händlerkreise unter sich, da schau mal an. Also das war ja wirklich damals, war ja nahezu unglaublich, was da passiert ist. Leider aber muss man auch sagen, viele haben es dann eben nicht geschafft, das dann durchzuhalten, weil ich meine, klar, wenn wir einen Long-Only-Markt haben, also der Markt tendenziell ja nur in eine Richtung steigt und man neue Emissionen zeichnet und innerhalb von einem Tag 50% oder 100% machen kann, dann ist das natürlich schon eine gewisse Irrationalität, die dann eben rasch sich umkehrt, als dann 2000 im März das hochgemacht wurde und 2001 dann letztlich die Umkehrbewegung kam. Das war natürlich bitterlich für viele. Aber was geht denn hier gerade bei WTI ab? Sagst du, ich sehe gerade hier im Stundenchart, der versucht nochmal das hochzutesten, ne? Ja, deswegen den Stopp jetzt hier ranzuziehen, ist in meinen Augen, habe ich ja vorher schon erwähnt, eher falsch. Noch die Stunde abwarten, aber jetzt, das ist jetzt ein Setup, was natürlich erst, wenn Amerika dabei ist, also ab 14 Uhr, ist da hier definitiv mehr Action drin. Auch dann Volumen, also das Volumen, was zwischen 0 Uhr und ja, 14 Uhr wird fast in ein, zwei Kerzen dann in den nachfolgenden Kerzen komplett getradet, also ist das vorige eher ein Geplänkel. Und natürlich heute ist wieder ja Mittwoch, da kommen wieder die Rohöllagerbestände raus. Da kann es natürlich dann, oder da gibt es auf jeden Fall Action. Aber eigentlich ist es in meinen Augen gar nicht wichtig, was überhaupt dort bekannt gegeben wird, sondern einfach, man muss nur auf die Reaktion dann eben achten, wie die Marktteilnehmer sich dann verhalten, auch wenn die jetzt ja, die Lagerölbestände ansteigen, ist es nicht unbedingt gesagt, dass dann sozusagen der Markt fällt. Also es ist ganz komisch. Also ich achte da eher auf die Reaktion und die letzten Male war es eigentlich eher egal, was ja, bekannt gegeben worden ist. Der Markt wollte eigentlich nach oben. Jetzt denke ich mal, das ist jetzt 4, 5, 6, 7 Mal oder ich habe es auch nicht groß gezählt. Das ist jetzt zu oft passiert. Ich denke mal, dass jetzt auch es gibt, wird mir jetzt auch einfach das Chartbild jetzt hier geben, dass noch ein Hoch eben fehlt. Das Hoch ist jetzt hier eigentlich gemacht. Das kann sich halt natürlich noch ein Stück ausdehnen, aber dann eben diese lange Aufwärtsbewegung eben nochmal korrigiert wird. Und eben dann eben, dann muss man jetzt eben, weil es eben antizyklisch ist, eben hoffen, dass eben der Stopp eben passt. Aber deswegen sind auch hier auch in den Setups oder auch privat eben sehr oft auf Schlusskursbasis, also Periodenschlusskurs, Stundenschluss oder Tagesschlussbasis eben gemacht, weil es halt natürlich so ein Spike kann immer passieren und ja, da gibt es nicht wirklich in meinen Augen die beste Lösung. Also was ich auch jetzt hier in den Videos sehr oft auch ja, predige, ist jetzt übertrieben gesagt, aber man kann ja die Position eben aufteilen. Entweder man handelt eine Stop-Buy-Marke eben direkt oder auf Schlusskursbasis und dann teilt man halt die Positionen. Man geht sofort rein und
Bei dem Stopp ist es dann auch ähnlich. Entweder man wird halt mit einer Teilposition direkt an dem Level ausgestoppt und die nächste Position bleibt vielleicht noch im Depot, und weil eben der Schlusskurs oder der Tagesschlusskurs dann eben unterhalb der Marke stattfindet, so kann man da eben, in meinen Augen ist es eigentlich dann die beste Lösung. Weil man wird also nicht komplett ausgestoppt und man wird auch nicht komplett in den Markt reingeschmissen, sondern man kann eben die Positionen eben aufteilen. Also mit Gewinnmitnahmen oder Teilgewinnsicherungen ist das ist definitiv sehr wichtig in meinen Augen. Also nicht nur immer eine Position halten und die halt zu geben oder ja oder nein zu sagen, sondern halt eben splitten, Teilverkäufe zu tätigen und auch teilweise in den Markt eben reinzugehen mit mehreren Positionen, aber natürlich nicht überhebelt, sondern halt schön die Positionsgröße so halten und dass man einem sich wohlfühlt. Und dafür ist ja natürlich dann JFD jetzt mit ihren Mini-Lots natürlich super geeignet. Ja. Ja, da gebe ich dir recht, auf jeden Fall. Das ist natürlich ein wichtiger Aspekt. Ich meine, mit den Teilverkäufen, da scheiden sich auch so ein bisschen die Geister. Tatsache ist auch, dass da, wie gesagt, die Meinungen auf jeden Fall auseinandergehen. Aber ich gebe dir recht, erstmal ist es für die eigene Psyche auch gut, zum Beispiel auch mal Gewinne mitzunehmen oder dann eben so eine positive Pyramide aufzubauen. Jetzt muss ich da nochmal appellieren. Klar, antizyklisch ist durchaus der Reiz, auch natürlich negative Pyramiden aufzubauen, aber es liegt natürlich da auch die Gefahr, wenn es da mal schief geht, dann kann es mal richtig reinhauen oder eben sogar das Konto crashen. Nehme hier einfach nur das Martingale-Beispiel, ist eine ganz klassische negative Pyramidisierungsart, Martingale-Prinzip, die eigentlich ganz gut aussieht, aber wenn man da sozusagen gänzlich ohne Absicherung arbeitet, es durchaus mittelfristig zu einem Kontocrash kommen wird. Das zeigen Statistiken diverser Art. Ich bin jetzt nicht unbedingt ein Gegner von Martingale, denn mit gewissen Absicherungsmechanismen und eben den Eingestehen, dass es in Sachen negativer Pyramide dann doch schief geht, eben Positionen zu schließen und einen größeren Verlust hinzunehmen, aber nicht das Konto zu plätten, ist da auf jeden Fall eine gangbare Methode. Aber der effektivste Weg, und auch das muss man sagen, der Weg zum eigentlichen Erfolg ist die positive Pyramide. Wenn man es eben schafft, Positionen im Gewinn auszubauen, da, meine lieben Zuschauer, wird auch, und das kann man durchaus sagen, im Review auf die Konten und auch auf die Verhaltensweise der Anleger. Also richtig gut und richtig starke Performance wird da gemacht, wenn die Teilnehmer es dann tatsächlich schaffen, positive Pyramiden zu bauen. Das heißt also eine Position, die im Gewinn ist, der Trend läuft an und dann in die Bewegung hinein, nicht wie es eben vielerlei Orts Uso ist, Gewinne mitzunehmen und zu sagen, ach, ein Glück, ich habe Gewinn gemacht, sondern eben da, wenn die Rahmenbedingungen stimmen, eben die Position zu vergrößern und zwar nicht dann mit Risiko, sondern aufgrund des entstandenen Gewinns sozusagen dann risikolos vergrößern zu können. Und wenn dann eben eine Trendbewegung stattfindet, dann wird da das große Geld verdient. Das ist eben hier der Fall. Du hast den DAX jetzt aber gerade auf dem Schirm. Das Gap Close hat nicht ganz funktioniert hier im Xetra, wie ich sehe. Er ist immer noch offen, aber hier sieht man eben auch dann eben kurz, dass es eigentlich sogar über 20 Punkte war, einfach nur die Xetra-Auktion. Also wenn jetzt hier bis 10.040 der DAX fällt, kann man schon den als Gap Close dann ansehen. Aber ja, jetzt bin ich ja ganz kurzfristig unterwegs und da hält sozusagen auch noch der Kurs über dem Rainbow Stand. Also die Verkäufe können den DAX nicht darunter drücken, was man jetzt vielleicht ja in den etwas höheren, jetzt bin ich ja hier auf Xetra eben unterwegs, ja. Ja, es hat sich einfach hier nach oben aufgefächert. Es ist halt jetzt wirklich schwierig zu sagen, ob das jetzt hier vielleicht wirklich ein Hoch war eben oder ein markantes Hoch mit dem eben mit dem anderen Gap Close, ja. Es ist halt jetzt, ja, ich meine, leider, das Live-Trading-Event findet halt heute statt, aber es ist halt wirklich definitiv nicht viel los. Also man sieht ja auch im Minutenchart, was will man hier ja, groß handeln. Also auch nicht, ja, Ja, man kann das ist natürlich aber, nur zuschauen und warten, aber genau, man macht das Beste. das ist ja eh eine Tugend, ja, gerade für Einsteiger, die da eben hier noch nicht so lange dabei sind. Die eigentliche Tugend ist ja die, zum Beispiel auch nichts zu machen, ja. Also hier in Aktionismus überzugehen und hier jeden Trade mitzunehmen, jetzt mein, gut, wir sind vor dem Brexit, da ist es eh jetzt ein Stück weit tricky, ja.
Aber hier jetzt aggressiv unbedingt Trades absetzen zu wollen, das führt natürlich mittelfristig definitiv nicht zum Erfolg, sondern das gehört zum Trading dazu und das macht im Prinzip, man sagt ja auch, wenn das Trading dann langweilig wird, dann hat man es eigentlich geschafft, aber es ist eigentlich nur dann auch langweilig, wenn man eben auf klare Setups, also klare Vorgaben wartet, die Bedingungen erfüllen, die dann wiederum einen Einstieg ermöglichen, ja, und häufig wird halt emotional Bauchgefühl technischen Trade abgefeuert, weil eben gerade mal kurzfristig im Minutenchart oder 5 Minuten Chart das so aussieht, aber eine komplette Betrachtung der gesamten Geschichte, also von den größeren Zeitebenen in die kleinere oder eben auch einen Ansatz nach dem Motto, ich will jetzt prozyklisch, antizyklisch, arbeite jetzt mit ATR-Stop oder mit was auch immer, da wird eben teilweise einfach zu bauchgefühlstechnisch abgefeuert und das mag kurzfristig hin und wieder mal funktionieren, aber langfristig wird man damit keinen Erfolg haben, denn Trading ist ein hartes Geschäft, Bernd. Das wirst du auch kennen. Und ich sage mal, langfristig ist es ein sehr überschaubarer Kreis, der gerade im Intraday-Bereich auch Geld verdient. Und glauben Sie mir, das wird eigentlich nur gemacht, wenn man hier wirklich mit Disziplin vorgeht und hier nicht beispielsweise eben seine ständigen Trades im Hin- und Her-Modus ausführt, weil man kommt jetzt auch noch zu dem Punkt, dass natürlich die Handelsgebühren die Performance gerade im kurzfristigen Bereich auf jeden Fall ganz schön drücken können. Und das ist natürlich ein Aspekt, den darf man nicht außer Acht lassen. Das soll heißen, wenn Sie viel traden, haben Sie natürlich auch viel Handelsgebühren. Genauso wie wenn Sie viel Auto fahren, haben Sie viele Spritkosten. Das ist nun mal so. Aber das muss man natürlich auch mal in die Relation setzen, dass da natürlich auch das erstmal wieder verdient sein muss. British Pfund kommt zurück. Ich habe auch gerade bei mir drüben auf dem Trading Screen gesehen, dass das Pfund jetzt eben vor 10 Minuten deutlich eingebrochen ist. Ich habe jetzt noch keine News gefunden, aber Tatsache ist, das Pfund schaukelt sich jetzt so dahin, ne? Ja, so wirklich. Ja, vielleicht ein Stundenklos, das ist ja ein Wochenweg. Also ich gehe mal hier kurz auf den Tageschart nochmal. Also die 4-Stunden-Chart war ja das Setup aus. Also das wurde auch am Wochenende eben noch in den Videos erwähnt. Hier gibt es ein sehr großer, ja, damals eben Cluster-Widerstand. Ja, wenn der brechen sollte, wäre es ein Kaufsignal gewesen. Unterhalb wären hier noch ein Rücklauf an die Unterkante möglich gewesen. Ein Short-Trigger wäre für mich eben erst unter der 1,42 möglich gewesen. Aber da stand eben das Währungspaar eben bei 1,44. Dann sieht man eben hier, ist natürlich das Kursziel in der Nacht schon, ja, ist ja mit dem Gap-Up wurde das Währungspaar eröffnet. Es ist jetzt hier weitergelaufen. Zwischendrin wollte man hier nochmal einen Rücklauf sehen, um dann einzusteigen. Und deshalb ist jetzt hier natürlich sehr schwierig gewesen, das zu handeln, aber das war eine Analyse im Video. Also ist einfach das definitiv hier das Kaufsignal gewesen, was aber natürlich schwer umsetzbar war, ja. Und hier ist jetzt eben an den Wochenwiderstand zweimal hingelaufen. Und im 4-Stunden-Chart, ich habe auch vorher jetzt hier im 1-Stunden-Chart angeschaut, also ein Schlusskurs, aber das wird ja auf Schlusskursbasis. Wenn jetzt die Marke fällt, das wäre die 1,462 rund, wäre das jetzt ein leichtes Verkaufssignal in meinen Augen, ja, um dann ja, Richtung Unterkante das handeln zu wollen. Und der Stopp natürlich dann auf das letzte hoch oder man trailt es sowieso schon weiter runter auf die Kerze. Also wenn dann hier Schwung reinkommt, dann darf das ja auch eigentlich nicht mehr über den EMA 38 jetzt gehen. Ja, das wäre jetzt hier ein Setup, ja, aus der Stunde heraus, was möglich ist in meinen Augen. Da ist eine größere Aufwärtsbewegung hier vielleicht zu Ende gegangen, wieder erste Korrekturarm und jetzt eben zweites. Es dürfte ja so ähnlich dann eben vielleicht laufen, ja, wie eben hier. Deswegen, man schaut ja immer nach Ähnlichkeit, nach ähnlichen Setups. Ist ja hier erst die Korrektur, dann lief es seitwärts. Ja, ist wie gesagt, ist ja auch ein anderes Währungspaar, das Basispaar. Das ist jetzt hier natürlich Gold. Und mit dem Bruch des Tiefs kommt ein neuer Verkaufsdruck auf. Um das eben zu handeln, gibt es eben dann die Möglichkeit natürlich, das als mit Stop-Loss-Orders zu handeln. Also das zu handeln, ohne auch am Rechner zu sitzen. Also man gibt halt einfach die Order ein vorher und auch den Take Profit oder auch den Stop und ja, dann kann man das auch handeln, ohne wirklich am Rechner zu sitzen. Hier ist ja das Pfund auch gegen australische Dollar, weil es im Pfund natürlich gegen US-Dollar auch schwach ist. Ja, konnte jetzt hier das Kursziel, aber das war ja auch schon immer erwähnt, dass es nicht womöglich nicht erreicht wird. Ja, fällt jetzt hier runter
kann er eben noch auf die Unterkante, ist dann auch wieder hier gut unterstützt und von dort aus dann das Hoch noch machen. Also das ist ja auch nur ein, ist ja auch ein größeres Kursziel gewesen, das ist nicht in einem Rutsch vielleicht erreicht wurde, ist ja schon eine große Strecke, definitiv sofort abgearbeitet worden, ist ja schon im Prinzip Wahnsinn. Und dann kann es hier sich jetzt auskorrigieren und dann nochmal hier reinlaufen. Und natürlich, ja, im positiven Fall, ja, kann sich das hier auch noch weiter nach oben ausdehnen. Aber ich bin hier ja eher, ja, schon kurzfristig unterwegs. Also die Setups laufen eigentlich hauptsächlich in einer Woche eigentlich ab. Ja, oder die Kursziele sollen innerhalb von vielleicht auch eigentlich eher ein, zwei Tagen abgearbeitet werden. Also das ist jetzt hier nicht auf dem JFD-Desktop, sind jetzt nicht wirklich Positionstrades, die Wochen oder Monate laufen. Ja. Also wichtiges Standing, das heißt, du hast da ja auf jeden Fall genau den Ansatz, dass du da eben kurzfristig das auch beobachtest und du hast jetzt beim British Pfund Australdollar ja den Swing da gehabt und das Kursziel wurde ja knapp verfehlt. Hättest du den Stopp dann jetzt da schon worauf nachgezogen oder würdest du die Sache, ich meine, du, wie gesagt, du kommentierst es ja live und lässt deine Tendenzpfeile ja auch immer drin nach dem Motto, ja, das hat jetzt geklappt, das hätte jetzt nicht geklappt. Bei der Geschichte jetzt, sagtest du, glaube ich, vorhin, da hast du, ich habe es jetzt nicht live verfolgt leider, aber hast du den Stopp dann hochgezogen schon sozusagen jetzt nach dem Entry? In den Videos nur erzählt, ja, Teilverkäufe sollte man auf jeden Fall tätigen, ob das natürlich keine Anlageberatung darstellt, aber das ist klar. Ja, den Stopp kann man, ja, entweder man setzt dann, also man nimmt Teilverkäufe mit und setzt dann den Stopp auf Einstand mit einer Restposition, dann kann ja auch definitiv nichts passieren, dann ist es ein Gewinn. Oder man lässt auch den Stopp nach unten, geht jetzt von der Korrektur aus und wartet halt natürlich noch weiter, aber Teilverkäufe würde ich deswegen, für mich sind Teilverkäufe wichtig, also ohne Teilverkäufe ja, würde ich jetzt nicht unbedingt an den Märkten längerfristig agieren. Also ich finde einfach dann die Bestätigung, das Setup ist teilweise oder ist hier super aufgegangen, dann die Gewinne halt oder die Teilgewinne mitnehmen, einkassieren, den Stopp auf Einstand nachziehen, dann fühlt man sich einfach in meinen Augen wohler. Und beim Trading geht es natürlich auch sehr oft darum, dass man sich wohlfühlt in der Position, wo man drin ist oder überhaupt mit dem Trading, damit man eben nicht irgendwo schlechte Entscheidungen trifft. Ja, ja, das hast du richtig gesagt. Das ist auch was ich hin und wieder auch dann bei dem einen oder anderen Vortrag gesagt habe. Man belohnt sich ja, man schneidet sozusagen aus dem Gewinnkuchen ein Stück weit raus und belohnt sich sozusagen auch für die richtige Entscheidung. Aber es ist natürlich immer wie die Gretchenfrage, ich sag mal, wenn du dann Kursziel auswirfst und dann hast du natürlich so die Vision dahin, dass das auch technisch, analytisch auch erreicht werden sollte. Und wenn man natürlich dann die Position verkleinert, hat man natürlich nicht mehr den oder das R, also das mögliche Risiko zu verdienen, was man eigentlich ursprünglich vor Augen hatte. Es sei denn natürlich, der Trade läuft jetzt richtig weiter, trendig. Aber mit den Teilverkäufen, das ist psychologisch gesehen auf jeden Fall eine gute Gangart, um sich sozusagen auch zu belohnen. Aber da kommt man eben teilweise auch in den Strudel, dass man eben sagt, man steigt teilweise dann eben zu früh aus und wartet eben nicht den finalen Take-Profit ab. Also das ist, einen heiligen Gral gibt es da sicherlich nicht. Also bei mir ist es auch ein Switch zwischen Teilverkäufen und festen Take-Profit- und Stop-Loss-Geschichten, wobei ich sagen muss, das ist bei mir auch Setup-abhängig, je nachdem, ob ich eben so eine Trendbewegung handle, um auch längerfristige Trends mitzunehmen oder eben einfach nur so ein Momentum-Move. Bei dem Momentum-Move ist es bei mir so, dass ich da auf jeden Fall nur die Position eben voll halte und da gibt es eigentlich nur Take-Profit oder Stop-Loss. Hingegen natürlich bei Trendbewegungen man auch damit positiver Pyramide oder eben auch dann mal einen Teilverkauf zur Gewinnmitnahme arbeiten kann und den Rest dann einfach auf Einstand laufen lässt, um eben mal auch wirklich einen Big-Move mitzunehmen. Da ist, wie gesagt, hier der Punkt immer wieder auch natürlich gegeben. Dagmar fragt gerade, ob Bernd auch die vorgestellten Trades real tradet. Also tradest du, was du analysierst, generell live nach, alles oder nur teilweise oder gibt es da eine Unterscheidung? Teilweise. Okay. Alles handeln nicht. Okay, das ist im Prinzip ja schon mal die klare Ansage. Im Übrigen, meine lieben Zuschauer, wir hatten das, glaube ich, im letzten Webinar auch schon angesprochen. Oben beim Bernd jetzt gerade im Guidance Desk sehen Sie ja das Broker-Login, ne? Und genau da wird es in Kürze, wir sind relativ weit in der Beta-Phase, das an dieser Stelle mal erwähnt, in Kürze, und da werden wir Sie natürlich massiv offensiv informieren, aber
die endliche Möglichkeit geben, da warten wir ja schon eine Weile drauf, aber solche Tests bedürfen eben einer Zeit, dass sie praktisch hier aus Guidance heraus mit dem Broker ihrer Wahl, in dem Fall natürlich dann JFD, weil wir die ersten sind, die das hier initiieren, sozusagen aus Guidance heraus handeln können. Ja, das ist natürlich fantastisch. Sie haben hier eine Synchronisation mit unserem MetaTrader 4 bzw. mit unseren Surfern über Guidance, und da oben der Broker-Login, der steht da ja nicht zum Spaß. Es gibt ja jetzt auch schon den einen oder anderen Knockout- oder Zertifikateanbieter, wo sie praktisch über Guidance dann handeln können. Aber jetzt ist es eben auch so, dass wir als JFD Brokers die ersten sind, die hier dann über Guidance den Handel anbieten und sie sozusagen hier die Währungsmärkte oder auch natürlich Indizes oder Aktien-CFDs, je nachdem, wenn wir diese anbieten, hier dann real aus Guidance heraus abfeuern können. Eine Sensation dahingehend, dass eben die Guidance-User, die hier schon eh mit dem Chart-Tool arbeiten, dann eben auch sehr gut, ohne jetzt eine andere Plattform installieren zu müssen, aus dem Web-Tool heraus hier praktisch traden können. Also ganz, ganz große Geschichte. Werden wir aber auch noch eine Webinar-Serie dazu aufsetzen, und da werden Sie als Kunde auf jeden Fall noch reichlich bedient. Letztlich haben Sie dann die Möglichkeit, mit verschiedenen Plattformen dann eben auch zu traden. Wird auf jeden Fall sehr, sehr interessant. Dagmar, deine Charts, genau. Du kannst dann deine Charts hochladen. Und im Prinzip in deinen, hier auch wie beim Bernd jetzt hier, den DAX Xetra dann dort praktisch auf das Underlying bezogen, hier natürlich den Trade abfeuern. Das ist natürlich immer die Frage, wo die Indikation herkommt. Also wenn du jetzt zum Beispiel den DAX Xetra hast hier, dann wirst du natürlich nicht den DAX Xetra handeln, sondern unseren DAX CFD Xetra zum Beispiel oder den 24-Stunden-DAX CFD. Das ist natürlich ganz klar. Aber auf jeden Fall wird der Handel hier dann möglich sein. Jürgen, das ist eine interessante Frage. Dazu bin ich nächste Woche auch in München im Backoffice von Börse Go. Da werden solche Punkte besprochen werden. Die Frage vom Jürgen ist eben hier, ob Guidance zum Beispiel, ob wir als JFD hier beispielsweise Guidance Pro zum Beispiel sponsoren. Das kann ich nicht sagen, weiß ich nicht, wie da die Pläne sind. Das wird die Marketingabteilung dann matchen natürlich, aber erstmal standardisiert ist ja auch, sage ich mal, das klassische Guidance, wie wir hier Broker-Login sehr, sehr gut machbar und handelbar, ohne dass Sie jetzt Member-Mitglied sind bzw. Guidance Pro-Mitglied. Aber das ist auf jeden Fall ein Diskussionspunkt, den ich mitnehmen werde, wenn er nicht ohnehin schon auf der Agenda steht. Also für JFD-Kunden werden wir sehen, dass wir da ein Gimmick einbauen oder auch für Neukunden. Man muss mal abwarten, wie es kommt. Letztlich auf jeden Fall der richtige Schritt, um auch unsere Plattform hier weiter aufzubauen. Denn wir haben dann neben Guidance auch noch Tradable, eine Plattform, die auch für Smartphones und webbasierende Aktivitäten genutzt werden kann. Also das heißt, wir haben dann drei Handelsplattformen, Chartplattformen, mit denen Sie arbeiten können. Aber da wird es, wie gesagt, noch einiges an Webinaren geben. Und jetzt, Bernd, DAX, wie gesagt, hast hier nochmal in der Minute sogar aufgerufen. Das nenne ich aber mal sehr sportlich. Ja, mal nur zu schauen, aber wie eben, man hat es ja live mitgehört, ja, dass halt höchstwahrscheinlich nur die 40 erreicht wird. Jetzt ist halt die 45, war das Tief, gut, aber wie du eben erwähnt hast, vormorgen oder beziehungsweise man, oder ich habe ja eigentlich gesagt, man kann halt mit Positionsgröße runterfahren, aber eigentlich ist der Markt schon gestern eigentlich ausgelaufen. In Amerika war die Volatilität auch extrem niedrig, nicht mal 100 Dow Jones-Punkte. Also die Teilnehmer, die Großen halten sich jetzt zurück. Die Bewegung fand am Montag statt, nur der Richtig. war auch nicht, sage ich mal, also beim Dow Jones wurde ja auch der Montag teilweise wieder abverkauft, nur der DAX läuft im Moment nach oben. Also das ist. Das ist ein Stück weit tricky. Wie gesagt, den Event haben wir uns natürlich, wir haben uns ja auch überlegt, wann wir das machen. Wir haben gesagt, wir wollen es Ende Juni machen. Also morgen, wir haben ja auch häufig die Events am Donnerstag eigentlich. Morgen hatte noch weniger Sinn als heute, weil ich denke, da haben wir einerseits wilde Eruptionen in Sachen Intraday-Spins und Spikes, andernfalls da eben auch die ausgetrocknete Liquidität. Richtig dynamisch dürfte es dann am Freitag werden oder dann auch übers Wochenende hinaus, wenn dann eben sozusagen der Markt sich erstmal richtig sortiert hat. Wird auf jeden Fall eine sehr, sehr spannende Geschichte sein. Aber wie gesagt, heute das Event geht ja auch mehr darum, um auch mal den Bernd ein Stück weit kennenzulernen, unseren JFD Research Analysten, der natürlich auch bei Gottmau Trader arbeitet und natürlich auch als privater Händler, wie wir vorhin gehört haben, hier auf beinahe 20 Jahre Markterfahrung zurückblicken kann. Das ist natürlich wirklich eine Hausnummer. Und das sollte man eben einfach auch mal mitnehmen, um hier sozusagen den Event zu nutzen. Es geht, wie gesagt, nicht immer um aggressive Trades. Ich hatte ja vorhin meinen Austral-Dollar-Yen-Trade seither
habe ich nichts Interessantes mehr gefunden. Ich habe das britische Pfund Australdollar kurzfristig mal im Auge gehabt, aber jetzt dreht das Pfund wieder dynamisch nach oben kurzfristig. Das heißt, auch in dieser Woche, ich meine, was haben wir am Mittwoch? Ich habe diese Woche erst zwei Trades abgesetzt. Ein Gewinner, ein Verlierer, ja, unterm Strich. Kaum was rausgeholt und ich denke mal auch, das geziemt sich in dieser Woche ein Stück weit Zurückhaltung zu haben. Es sei denn, man sitzt in einem guten Trade und kann den auch ausbauen oder fahren, aber ich will hier oder mir widerstrebt es hier einen großen Aktionismus auszuarten. Das ist definitiv eins meiner Rules of Engagement. Ich werde da die Woche auch diszipliniert sein und bleiben. Und dennoch, der Bernd versorgt uns hier mit vielen Events. Wir haben das Öl, das wird, und da gebe ich dir recht, Bernd, heute 16:30 Uhr auf jeden Fall ein interessanter Lauf. Da auch, meine lieben Zuschauer, schauen Sie mal auf die kanadischen Dollar-Pairs, also norwegische Krone auch wegen Öl, aber vielmehr auf kanadisch Dollar. Da geht immer richtig was am Mittwoch ab 16:30 Uhr, teilweise auch schon ab dem US-Start. Kanadisch Dollar Yen, US-Dollar CAD, das sind so die zwei, die sehr, sehr zu erwähnen sind. Da ist wirklich immer viel möglich und auch Bewegung wahrscheinlich. Allerdings auch hier, wie gesagt, die News müssen erstmal verdaut werden. Und 5 Minuten vor den News bin ich zu 99% flat. Und dann auch erst wieder 10, 15 Minuten nach den News aktiv, um sozusagen mal zu sehen, was sich nach dem Staublegen tut. Und dann kann man auch durchaus immer noch schöne Trendbewegungen erhaschen. Auch gerade bei den Währungen, die mit dem Öl zusammenhängen, ist es auch häufig so, dass die dann erst 16:45 Uhr, 17 Uhr teilweise dann nochmal richtige Moves machen. Und das, wie gesagt, gilt es durchaus zu beobachten. Bernd, hast du noch was zu Öl oder die BMW? Hast du irgendeinen Aktientitel oder weil du gerade hier den Schirm auf hast? Ne, das waren halt die letzten Setups, auch jetzt hier noch. Nur ein Beispiel, dass natürlich nicht alles aufgeht, ist sowieso nicht. Ja. Logisch. Aber eben australisch, US-Dollar, kanadischer Dollar. Wollte hier einen Rücklauf sehen, erst an die 1,2850 und dann den Move nach oben. Genauso wie jetzt hier mit, oder andersrum, genauso wie beim WTI jetzt aufgezeigt. Da gab es ja erst, bevor das hochkam, also bevor der Short-Trigger aktiviert worden ist, genau den Rücksetzer. Hier gab es eben leider den Rücksetzer nicht an die Unterkante, aber das Kursziel ist halt erreicht worden und man sieht, ich meine, das ist ja wirklich relativ einfach, auch eine Trendlinie zu zeichnen und man sieht halt, dass dann sehr oft einfach Trendlinien wirklich Relevanz haben und da ist einfach dann das Währungspaar US-Dollar, kanadische Dollar abgeprallt und dann wurde halt das Setup gestrichen, also das ist jetzt hier nichts aktiv mehr. Ja, man kann dann doch nicht unbedingt den Markt komplett hell sehen, aber ja, viele Bewegungen ist meine Meinung nach, sonst wäre ich auch nicht Chartanalyst oder auch nicht Trader, kann man schon vorhersagen, halt mit Wahrscheinlichkeiten arbeiten und dann eben Money Management und Risikomanagement noch berücksichtigen, dann kann man schon erfolgreich sein. Ja. Aber das, was man halt früher oder was ich früher gemacht habe, ja, ist nicht dann empfehlenswert, also sehr oft halt wirklich das Risiko komplett hochfahren, Oh. aber sonst wäre ich wahrscheinlich. Bitte? Das war ja, also da hast du ja mal, du hast da auch deine Lehrgelder gezahlt, sagst du ja gerade. Das ist ja auch eine wichtige Erkenntnis. Ich meine, das ist Ja, ja nur. sonst wäre ich auch nicht, wahrscheinlich auch so lange nicht dabei geblieben, hätte ich nicht früher das Risiko ja, extrem hochgefahren. Ja. Aber jetzt handle ich ganz anders. Jetzt ja, ist man natürlich gereift und man, die Gefahr, dass man sich eben überhebelt, ist immer noch da oder wäre da, wenn man eben nicht auf das Risiko und Money Management achten würde, ja. Eine Oder Frage auf die Stopp. dazu, Bernd, auch aus dem Chat, so nach dem Motto, wie lange hast du eigentlich gebraucht, bis du so den Weg gefunden hast, um sozusagen deine Disziplin, dein Setup so durchzuziehen? Also sag mal, gerade für die vielen, ich meine, wir haben ja einige da, die sind auch schon deutlich gesegnet mit Handelserfahrung. Ich denke, der Großteil ist es vielleicht doch nicht so was. Also ich meine, man kann es erstmal nicht pauschalisieren, das steht fest, aber so von deiner Warte her, wie lange hast du gebraucht und wie schätzt du ein, wie lange braucht man so in der Regel, um zu sagen, jetzt hat man so ein Standing gefunden? Kann man wirklich nicht pauschal sagen. Also ich bin halt den anderen Weg gegangen. Ich war sofort erfolgreich und ging halt dann, wo du dann gesagt hast, du hast deine ersten Aktien mit Rohstoffen gekauft. Da ging es mal bei mir halt bergab. Ich wollte mich aus dem aktiven Handel eher zurückziehen, habe dann sehr viel in Rohstoffaktien investiert. Ich sag dann nur mal Rohstoffraketen.de und Frick. Ja, der hat ja voll mundig irgendwelche Titel, ja, preisgegeben. Hey,
wahnsinnige Rohstoffe, Milliardenwerte im Boden drin, aber Ja. natürlich hat man da als Privatmann oder wenn man in der Materie überhaupt nicht drin ist, gar keine Ahnung, was es auch kostet, überhaupt da einen Bohrturm beziehungsweise ja, die Rohstoffe aus der Erde zu holen, ist natürlich auch erstmal Millionen oder ja, zig Millionen natürlich gefragt und dadurch habe ich einiges oder sehr vieles in den Sand gesetzt. Ja, aber, und natürlich durch anschließend auch natürlich durch Futurehandel etc., was eben durch den antizyklischen Stil. Aber ich sag mal, klar, richtig bereuen tue ich nur, dass ich auf den Frick etc. was mal irgendwas gegeben habe. Und aber sonst muss man halt wirklich die Erfahrung selber sammeln auch, ja. Ja, da kommt man nicht dran vorbei. Das stimmt allerdings. Das sagst du auch richtig. Die eigenen Emotionen erfährt man, oder ich sag mal, man kann 100 Bücher gelesen haben. Das ist genauso wie mit dem Radfahren, ja. Man kann ein Buch zum Radfahren lesen. Das ist ja wunderbar. Deswegen kann man es trotzdem noch nicht. Man muss es einfach machen und erleben. Und es ist auch noch ein Unterschied, ob man zwischen Demo und Live handelt. Also ich habe in meinem Leben kaum Demo gehandelt, was mir sicherlich einiges oder mich einiges an Geld gekostet hat, das gebe ich zu. Aber ich sage mal, die Erfahrungen, die ich da eben auch gleich emotional gemacht habe, waren dann doch schon so, dass man dadurch geprägt wird für die Zukunft, um dann eben auch anders zu reagieren. Es ist eben, wie gesagt, ein leichtes, im Demo zu handeln und auch für Setup-Ergründungen und Vorgehensweisen und Disziplinierung ist Demo auf jeden Fall nicht schlecht. Aber es ist dann doch noch ein Unterschied, wenn man real handelt, weil eben die Emotionen dann plötzlich noch eine ganz andere Warte spielen. Und wenn der Kopf eben dann zu viel oder auch der Bauch dann zu viel Einfluss nimmt, dann kann man hier durchaus dann entgegen möglicher Setups handeln. Und das kann dann eben wirklich Geld kosten. Also zeitlich gesehen gibt es da kein Gardemaß, aber es ist letztlich wie eine Ausbildung. Also man sollte eher mit, ich will nicht nur Monaten sagen, sondern man sollte eher mit Jahren rechnen, bevor man wirklich sein Standing hat, aber innerhalb von 3 Monaten hier zum Händler zu werden, das ist Utopie. Also da muss man sich wirklich von verabschieden. Das ist ein langer Prozess, auch sein eigenes persönliches Setup zu finden, beziehungsweise seine Timeframes, seine Vorgehensweise. Da kann man aber, wie gesagt, heutzutage viel lernen über Webinare und Bücher, ja, aber man muss es natürlich auch anwenden und das kostet auf jeden Fall Zeit. Und da muss man, wie gesagt, auch dranbleiben. Um hier eben da auch nicht dranbleiben wie bei jeder Ausbildung, um dann nicht eben zu sagen, so jetzt habe ich den Stein der Weisen und es wird immer so funktionieren, so ist es eben nicht. Aber Daxler geht schon in Richtung 10.000 wieder ein Stück weit zurück, also die Konsolidierung ist hier nicht abgeschlossen, das steht fest. Es sieht auch so aus, als würde er noch ein Stück weit schwächer sich hier nach unten entlang hangeln wollen, so rein vom 15-Minuten-Chart her, ne? Ja, aber bleibt halt noch oberhalb, also die Schlusskurse bleiben oberhalb. Das wäre schon ein Level ist für dich kritisch, jetzt. aber hier die nee, nee, das wäre noch kein Level. Also ich meine, nur ein Gap Close zu traden ist jetzt nicht das, was ich jetzt hier täglich mache. Nee. Also eher, wie gesagt, Unterstützungen ausmachen, schöne Bewegungen finden oder eben dann wie bei Gold etc., aber dann auch wirklich Stop-Sell-Marken rausfiltern. Und hier wäre eher, das finde ich jetzt hier eine spannende Kerze über dem Hoch. Eventuell eine Long-Position eingehen, dann ist man wirklich definitiv gleich abgesichert mit dem Tief dieser Kerze. Ah, ja. Gar nicht dann eingehen. Das wäre jetzt hier, was ich jetzt hier sehen würde einfach. Ja, aber die Kerze gefällt mir natürlich jetzt nicht, die aktuelle 15-Minuten-Kerze. Das wäre jetzt hier noch mit dem Hoch eventuell. Aber dafür ist eigentlich der Rücklauf schon zu stark hier. Also, naja, also, ja, man findet halt nichts. Also das ist jetzt hier, und wie du es eben sagst, nur zu sagen, ja, jetzt hier long, nur wenn man jetzt Live-Trading macht, ist ja auch blöd. Also ich bin da nicht sowieso nicht in den ganz unteren Zeitebenen unterwegs, nur wenn halt Action ist, nur in der Eröffnung, zum Beispiel US-Handel, da ist immer was los, ja, um 15 Uhr 15. Aber da sind auch, das ist auch recht unterschiedlich, da kann genau der antizyklische Ansatz sehr profitabel sein, weil die Märkte einfach die ersten 15 Minuten komplett schwanken, die müssen ja erstmal sich ja, ausschwingen wie ein Pendel und dann geht es erst in eine Richtung weiter. Aber es gibt auch sehr oft, und da fällt man dann eben auch drauf rein, wenn man dann antizyklisch handelt, es kann auch sofort eine Bewegung von im Nasdaq zum Beispiel, den handle ich gerne halt im Future, die Bewegung kann dann komplett anziehen und überhaupt kaum mehr Rücksätze geben. Ja. Mhm.
Ich denke jetzt vor, und das habe ich auch gestern dann in der Analyse auf Gottmutter oder sowas geschrieben, also ich denke jetzt ein Ausbruch gerade beim Dow Jones über 18.000, über die psychologisch wichtige Marke, wird vor Donnerstag definitiv nicht stattfinden. Das wäre wirklich eine komplette Überraschung, wenn das passieren würde. Also, und der DAX, ja, der DAX hat jetzt, wie gesagt, das sind hier, ich kann ja, und was ich am Anfang auch eben betont habe, am Wochenende, wenn die Kurse stehen, ist für mich einer der wichtigsten Tage, dort die Analysearbeit zu machen und dann eben die Setups schon für die kommende Woche basteln. Und hier ist auch dieser, wenn ich jetzt nochmal eben gerade auf das DAX-Setup gehe, entweder habe ich das aus dem 4-Stunden-Chart oder aus dem Tageschart, aber aus dem 4-Stunden-Chart kann man das jetzt, ja, kommt dann auf die Kerze eben drauf an, ja. Der Gap Close fand eben jetzt statt und ein Schlusskurs über dem, was jetzt hier vielleicht 4 Stunden oder Tageschart, aber dann, wenn man auf 4 Stunden Chart, wenn das jetzt hier nur die Kerze etwa so bleibt und minimal drüber ist, dann wäre es für mich eben nicht das Signal einzusteigen. Ja. Wenn es jetzt hier 4 Stunden, wir haben ja noch ewig Zeit, ein kompletter Gap Close von dem heutigen ergeben würde und die Kerze dann circa bei 10.100 schließen würde, dann wäre das für mich ein Signal, hier long zu gehen. Also man muss halt ja schon ein bisschen drauf, auch auf die Kerzen doch in meinen Augen sehr Acht geben, ja. Ja. Und natürlich dann auch ein bisschen variieren, ob man jetzt sagt, okay, das ist jetzt, wäre jetzt die Triggermarke. Ich meine, man muss ja Triggermarken, wenn man jetzt gerade Analyse macht, man kann ja nicht immer nur eine Kurszone angeben. Es gibt halt auch manchmal Marken, ja. Und hier ist halt jetzt die Marke, habe ich jetzt hier so abgesteckt bei 10.070. Aber wenn ich jetzt den Kurs eben heute sehe, wäre jetzt für mich erst ein Signal, wenn der Schlusskurs jetzt eben, und dann kann man ja auch Anpassungen tätigen, wenn jetzt der Schlusskurs über dem heutigen Hoch stattfinden würde. Also ein 4 Stunden Schlusskurs über diesem Marke, was jetzt auch gerade benannt worden ist, 10.100, wäre für mich jetzt ein charttechnisches Signal, ob man das jetzt, wie man das jetzt handelt, ist, steht auf den anderen Punkt eben über, weil wir ja hier schon sehr hoch gelaufen sind. Jetzt Es sieht ja als fast. Signal werten, als Ja. Signal werten und dann den Rücklauf abwarten kann man ja natürlich auch. Also ich bin eh jemand, der jetzt nicht unbedingt die Ausbrüche so handelt, sondern ich warte auf den Rücklauf und dann bei schönen Unterstützungen zu kaufen. Also nicht wirklich die kompletten Ausbrüche. Und überhaupt nach so einer Bewegung und wegen dem natürlich Brexit morgen oder übermorgen ist natürlich nur mit einer maximal halben Positionsgröße würde ich das auch dann versuchen zu handeln. Entweder den Ausbruch, was ich eben vorher erwähnt habe, halbe Positions, also nochmal von der halben Positionsgröße nochmal rein, Rücklauf abwarten, hier dann die andere Positionsgröße auffüllen, aber immer noch auf der halben dann liegen und dann warten, was eben passiert. Ja. Also Na, es sieht ja fast auch nach einer kleinen V-Umkehr aus, ne? ja, Also es sieht schon aber gut aus. das würde jetzt hier in meinen Augen schon ja, ideal. Vielleicht mache ich auch nach später noch oder für morgen eine Analyse noch. Also eher ein Rücklauf. Nochmal hier bei 9.930 oder nochmal 60, wenn jetzt so ein Rücklauf stattfindet. Und dann darf das dann ruhig am Freitag nach oben gappen. Also charttechnisch finde ich das jetzt schon interessant, dass die Märkte höchstwahrscheinlich, also ich tendiere, dass Großbritannien einfach drin bleibt. Es wird kein Brexit geben in meinen Augen, Sieht aber der übrigens Markt schon nach. auch die Citigroup so, die haben heute ein Standing rausgebracht, heute Morgen. Citigroup sieht es auf jeden Fall auch als wahrscheinlich an, und da reden wir ja nicht gerade über eine Hausbank oder so. Die sehen es auf jeden Fall auch als wahrscheinlich an, dass es eben nicht zum Brexit kommt. Und man muss natürlich ganz klar initiieren, unterstellen, wenn es zu einem Brexit kommen würde, wären die Unsicherheiten so dermaßen groß, dass erstmal sicherlich eine Art Schockzustand vorhanden wäre, aber jetzt muss man auch noch mal hinter die Medaille schauen. Die EU-Verträge laufen auf jeden Fall noch, ich glaube, bis zu 2 Jahre weiter. Also es würde sich erstmal kurzfristig gar nicht so viel ändern. Und die Übergangsphase dessen, was sich dann alles neu koordinieren muss, das braucht sicherlich dann auch gerade wegen Handelsabkommen, Zölle. Gibt es da jetzt dann irgendeine neue Einführ-, Ausführzölle, weil eben dann
Britannien ist eine eigene Handelsrichtlinie dann fährt. Das sind alles Sachen, die dann aber, wie gesagt, über Monate, Jahre entschieden werden, und das wird sich nicht innerhalb von einem Tag jetzt komplett umkehren. Deswegen, man darf gespannt sein, wie es ist. Die Buchmacherquoten sind ja jetzt unlängst wieder in Richtung Brexit geschnallt, und Nordirland oder auch, sag mal, viele, viele Kleinstaaten sind ja da oben, sage ich mal, auch so veranlagt, Wales und Co., dass sie eher für ihre eigene Unabhängigkeit sind, das muss man ja sagen, und das ist natürlich auch alles ein Zuspruch für die Brexit-Zustimmung, aber wenn man mich fragt, ich kann es mir auch nicht vorstellen, Bernd, also da bin ich auch bei dir, und ich will jetzt nicht unbedingt mit der Citigroup mit ins selbe Rohr blasen, aber ich glaube, die Briten sind mir ein Stück weit zu konservativ, als sie sich dann doch dieser, ich sag's mal, Ungewissheit aussetzen, was denn da kommen könnte, aber es gibt genug andere Länder in unserem Umkreis, die auch keine EU-Mitglieder sind, und trotzdem laufen die Handelsbeziehungen gut. Also es muss nicht alles schlecht sein. Pass auf, jetzt kommt direkt eine Frage vom Marc. Jetzt habe ich gerade in den Chat geguckt. Bernd, vielleicht auch aus der Erfahrung für dich auch ein Thema. Und zwar, er hätte eine Frage. Jedes Mal, wenn ich einen Trade eingehe, schreibt er: Bernd, bist du an Ohr? Ja. Und er: Also jedes Mal, wenn ich einen Trade eingehe und von Beginn an mit Stop-Loss arbeite, werde ich abgefischt. Egal ob Long oder Short, schreibt er. Sobald ich einen Trade tätige, läuft der Markt gegen mich. Es ist doch einfach verrückt. Bernd, was sagst du dazu? Ja, klingt schon verrückt. Sind es antizyklische Trades oder Trend-Trades? Das ist ja auch Das immer wäre, die genau, Frage. Marc, das wäre mal eine Frage. Gehst du denn generell gegen, also der Markt steigt und du versuchst jetzt Short-Einstiege zu finden, also so antizyklisch klassisch gesagt, oder eben der Markt fällt und du versuchst massiv Long-Einstiege zu finden? Das wäre ist eine gute Frage erstmal, wie ist dein Trade-Horizont gesteckt? Und dann die erste Antwort, die mir auf die Frage einfällt, ist auf jeden Fall, wenn du jedes Mal abgefischt wirst, dann sind deine Stops einfach zu eng. Das heißt, du hast entweder hier die Average True Range nicht beachtet oder markttechnische Niveaus nicht. Also da, wenn du merkst, dass du Trades eingehst und von Beginn an, also erstmal ist es natürlich ungünstig, dass das Setup nicht anläuft. Das heißt, da ist von der Vorgehensweise deiner Einstiege noch Arbeit zu leisten, denn wenn du natürlich ein Long-Signal bekommst oder auch ein Short-Signal, wir gehen jetzt mal von Long aus, du bekommst ein Long-Signal, du handelst das und es geht gleich gegen dich, dann ist das vielleicht ein paar Mal, auch durchaus 5 bis 10 Mal, durchaus möglich bei 100 Trades, das kann passieren. Aber wenn natürlich die Häufigkeit so dermaßen hoch ist, dass du grundsätzlich jedes Mal dann eine Gegenreaktion erfährst, dann ist das Long-Signal als solches eher kein Long-Signal, sondern vielmehr ein Short-Signal. Da mal die Signalrelevanz hier ganz klar abprüfen und abchecken, und dann natürlich auch die Historie bzw. die Auswertung deiner Trades inklusive Chartabgleich, um eben mal festzustellen, Mensch, bin ich nur abgefischt worden und ist der Markt dann weitergelaufen? Und jetzt muss man auch ganz klar sagen, abgefischt werden ist ein Riesenthema. Denn, und dazu muss man jetzt mal ganz klar sagen, ich lege Ihnen dann auch noch mal einen Link jetzt mal rein in den Chat, meine lieben Zuschauer, den klicken Sie mal an und lassen das Ganze mal auf sich wirken, ja. Da geht es um die Post-Trade-Transparenz, da geht es nämlich darum, wie fair man ausgeführt wird am Markt. Und ja, es gibt Broker, natürlich sehen die ihre Orders, sie sehen ihr Orderbuch, sie sehen die Pending-Orders, sie sehen im Übrigen alle Orders, die von ihren ganzen Kundenstämmen an gewissen Marken platziert sind. Und wenn man natürlich hier mit einem Market Maker oder auch einem Dealing Desk arbeitet, also sprich mit Brokern, die hier sozusagen den Handel gegen den Kunden durchführen können. Das heißt, wenn Sie an den Markt gehen und kaufen sich Long ein, dann geht der Broker mit der Order nicht weiter an den Markt, sondern handelt gegen Sie. Und das Beispiel von Mark, wie er hier schreibt, ist dann praktisch immer die Verrücktheit der Geschichte, dass der Broker jedes Mal gewinnt, wenn der Kunde verliert. Und ja, meine lieben Zuschauer, es gibt viele Broker, die genau dieses Konzept fahren. Und was ich Ihnen reingepostet habe, ist unsere Post-Trade-Transparenz. Das heißt, Sie können bei uns sich sicher sein, dass wir, das dürfen wir auch gar nicht, gegen sie handeln. Wir haben keine Market Maker Lizenz. Wir dürfen gar nicht ins Haus die Position nehmen oder gar gegen sie handeln. Und wenn sie aber bei einem Broker sind, der hier agiert in dieser Art und Weise, fragen sie mal nach einem Post-Trade Report. Post-Trade Execution Report. Das heißt, sie kriegen einen Ausführungsreport ihrer Order. Und wenn er das nicht macht, dann können sie sich sicher sein, dass das nicht koscher ist. Im Übrigen sind viele Broker eben hier tatsächlich da gut aufgestellt und verdienen sich eine goldene Nase mit dem Handel gegen den Kunden, weil sie A,
teilweise natürlich an den Gebühren verdienen und dann teilweise am Spread plus natürlich noch am Verlust des Kunden. Und das ist natürlich was, wo wir auch völlig umgekehrt bei JFD Brokers hier, ich sag mal, eine moralische Diskrepanz sehen, wo ich einfach nur sage, man kann doch nicht als Broker davon leben, dass die Kunden Geld verlieren. Ja, und das ist natürlich auch genau das, was JFD groß gemacht hat in den letzten Jahren und was uns auch noch weiter groß machen wird, weil letztlich hier die Fairness und Transparenz genau das ist, was zählt. Und das können wir, wie gesagt, mit unseren Reports auch beweisen, dass wir das eben nicht durchführen. Und wenn Sie einen Broker anderer Wahl haben, dann sei es legitim. Aber fühlen Sie mal auf Herz und Nieren nach und prüfen mal, was der denn so treibt und ob er die Möglichkeit hat, ihn überhaupt mal hier an den Tag zu legen, wie die Order ausgeführt wird. Und seien Sie nicht überrascht, wenn dann sowas kommt wie, machen wir grundsätzlich es nicht, ist zu zeitaufwendig, bla bla. Es ist alles viel Schmuck am Nachthemd und eigentlich nur eine Ausrede dafür, dass es eben nicht fair abläuft. Und ich lege Ihnen jetzt nochmal unsere JFD-Startseite rein und dann klicken Sie mal ein Stück weit nach unten und dann sehen Sie auch die Core-Interbanken-Spreads vom Forex-Markt. Da ist Euro-US-Dollar aktuell bei 0,2 vom Spread her. Und das, meine lieben Zuschauer, sind die Interbanken-Spreads. Ja, wenn Sie auf den Link klicken, das ist das, was tatsächlich Realtime mit unserem Liquiditätspool 20 Banken plus hier stattfindet. Das heißt, unsere Systeme, unsere Aggregatoren suchen hierbei jeweils den besten Bid und Ask und routen den durch innerhalb von Millisekunden. Und das sind Preise, an denen Sie sich orientieren können. Wenn Sie jetzt einen Broker haben, der eben hier Euro-US-Dollar aktuell zum Beispiel mit einem Spread von 1,5 Pips fährt, dann, meine lieben Zuschauer, stimmt was im Hause Rom nicht. Und dann muss man sich eben die berechtigte Frage stellen, was da denn schief geht. Und dann ist es so, und das muss man ohne viel Skepsis sagen, dann ist es garantiert so, dass der Markt, also der Broker, hier Sie nicht fair behandelt und an Ihnen noch intransparent Geld verdient. Ja? Und wie gesagt, der Interessenskonflikt, Sie sehen es auf der Seite, Bernd scrollt gerade durch. Schauen Sie es einfach mal an und unabhängig dessen ist es eben so, das war uns eben wichtig, eine Win-Win-Partnerschaft. Wir können nur gewinnen und das tun wir auch, wenn unsere Kunden Geld verdienen und langfristig am Markt aktiv bleiben. Und genau das ist eben das Credo, wo ich meine, wo wir meinen, dass das ist, wofür es sich lohnt, an den Markt zu gehen. Und bislang hat es uns recht gegeben, dass die Kunden und auch andere Adressen, Private Office, Family Offices, Hedgefonds, hier dann auch genau das zu nutzen oder zu schätzen wissen und eben auch zu uns kommen. Und glauben Sie mir, wir haben von einigen großen Adressen Kunden zu uns erhalten, die genau das zu wissen oder zu schätzen wissen. Am Anfang macht man sich kaum Gedanken über Ausführung. Hauptsache bunte Kurse, Hauptsache viel Glimmer und Hauptsache eine schnelle Ausführung. Doch ist die Ausführung eben tatsächlich fair? Großes Fragezeichen. Und da muss man sich wirklich mal ein Stück weit hinter die Kulissen begeben und einfach mal auf sich wirken lassen, was es denn so hier noch am Markt gibt. Aber jetzt wollen wir gar nicht mal so viel Werbetrommel rühren, aber die Frage war berechtigt mit dem Abstoppen und ja, da muss man wirklich aufpassen, denn es gibt wie gesagt viele Dealer und auch große Marktteilnehmer, Bernd, wenn du nochmal den DAX vielleicht aufführst, die den DAX hier auf jeden Fall in eine gewisse Richtung treiben und bei CFD-Produkten kann es dann eben auch mal 5 bis 10 Punkte plötzlich höher gehen und ja, es gibt solche, man nennt das ja solche Market Levels, wo auch die Marktteilnehmer natürlich genau wissen, dass da viele Retail-Trader draufschauen, ja, und das wird natürlich durchaus auch ausgenutzt, das muss man ganz, ganz, ganz klar sagen. Jetzt habe ich noch ein paar Fragen drin, also Ottmar wegen der ATR, ich finde es nur vernünftig, Bernd, arbeitest du mit der ATR? Also der Average True Range in Sachen Kerzengröße und so? Bernd arbeitet nicht damit. Es ist, wie gesagt, auch eine sehr individuelle Geschichte, Ottmar. Man sagt, die ATR ist ja im Prinzip auch nur historisch ableitend, sagt ja auch nicht aus, was in der Zukunft passiert. Aber mit der ATR erfasst man im Prinzip hier eben die vergangene Schwankungsintensität und anhand derer sich man dann praktisch stopptechnisch ausrichten kann. Also ich selbst arbeite nur mit der ATR. Ich habe selbst, wie gesagt, einige Expert Advisors, also Algorithmen, die arbeiten und die arbeiten alle mit der ATR, weil an was will ich mich orientieren, wenn nicht an den letzten Preisbewegungen und den Kerzengrößen. Und für mich sehr, sehr wichtig, die Average True Range, auch in Sachen Take-Profit-Visualisierung. Wir haben gerade für die Momentum-Trades, um da kurz was aus der Praxis zu erzählen, ist es eben wichtig, dass der Markt, wenn jetzt die 10-fache ATR zum Beispiel hat, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass es in den nächsten 3 bis 5 Perioden eben sich so fortsetzt, dass ich eben auch hier nicht die 10-fache ATR, sondern die ATR der letzten 10 Kerzen sozusagen auch weiter fortsetzt und das ist dann realistisches, kurzes
Kursziel für mich. Ja. Aber da, wie gesagt, mitarbeiten und versuchen. Ansonsten, Jens schreibt richtig, genau das Gegenteil machen. Also Marc an dieser Stelle, wenn du da immer abgefischt wirst, erstmal versuchen mit einem fairen Broker zu handeln, dann komm mal zu uns und teste uns. Ansonsten musst du auf jeden Fall mal prüfen, was in deinem Setup schief geht, weil wie gesagt, wenn du long gehst und es geht gleich gegen dich und du gehst short und es geht wieder gleich gegen dich, stimmt was von der Ausrichtung nicht. Da wäre tatsächlich zu überlegen, das Gegenteil zu tun und dann eben zu schauen, ob dein Setup eigentlich dann andersrum besser funktioniert. Ja, also da musst du am Setup schrauben, weil grundsätzlich sollte es natürlich nach einem Einstieg in die erwartete Richtung gehen. Wenn das von Anfang an nicht passiert, dann stimmt was mit dem Setup nicht und da muss man auf jeden Fall aufpassen. Ja, gut, ansonsten Stops ein Stück weit weg von Support und Resistant Levels, also Unterstützung und Widerständen, ja, weil nämlich an den großen markanten Punkten auch die Big Player ihre Orders setzen, beziehungsweise da auch immer gern mal hinfischen und dann ist man natürlich letztlich ausgestoppt. Aber vergessen Sie mal eins nicht, meine lieben Marktteilnehmer, das ist wichtig für die Historie und auch zum Mitschreiben und Merken und ich weiß auch, dass die Martha das von meinen Webinaren sozusagen aufgesogen hat. Ein Trade ist keiner. Ja. Überhebeln Sie sich nicht, bleiben Sie diszipliniert. Wenn Sie ein paar Mal schief liegen, so what? Wenn Sie Vertrauen in Ihr System haben, und das sollten Sie haben, also gebacktestet haben, es sollten statistische Erwartungswerte vorliegen. Welche Trefferquote haben Sie in etwa? Wie, also Sie müssen definitiv arbeiten und das bedarf eben einer Zeit, hier zum Trader heranzuwachsen, aber wenn das eben Ihr Ziel ist, dann ist es eben auch wichtig, dann zu erkennen, dass ein Trade kein Trade ist und wenn er im Stop landet, dann ist das so. Das gehört zum Trading-Geschäft dazu. Damit müssen Sie umgehen lernen und es ist ganz, ganz wichtig, dass Sie das natürlich aufsaugen und auch verstehen, dass man da immer wieder in die Situation kommt, Verluste zu erleiden. Das ist das, was die Märkte herausfordernd macht, weil viele Menschen eben mit solchen Niederlagen nicht umgehen können, schon gar nicht, wenn sie in der Folge stattfinden. Aber da müssen Sie eben auch ganz klar verstehen, das ist nicht gegen Sie gerichtet, sondern der Markt hat einfach nicht das Setup erfüllt, was Sie erwartet haben. Ja. Und Bernd, wir nähern uns so langsam dem Ende der ersten 2 Stunden. Hast du hier noch ein Finally Statement? Also ganz kurz, du hast ja heute, wie gesagt, schon viel klar gemacht in Sachen dessen, wie du dich so vorbereitest, wie du hier sozusagen vorgehst bei der Analyse und das Wochenende, das will ich nochmal zusammenfassen, die Wochenendanalyse, also sag ich mal, am Wochenende in aller Ruhe die Märkte zu scannen, das ist für dich eigentlich das Wichtigste, oder? Absolut. Wenn ich mich spätestens am Sonntag 8 Uhr oder 10 Uhr an den Rechner setze und mir die Märkte anschaue und analysiere, was nochmal passiert ist, die Kerzenformation, Unterstützungen anschauen, wie die Märkte sich dort und dort verhalten haben, dann brauche ich die Woche so gut wie nicht starten. Also das ist für mich elementar. Ja, Vorbereitung ist da auf jeden Fall. Da bewegen sich die Kurse nicht, man ist nicht abgelenkt. Ja. Man denkt nicht, man verpasst was. Deswegen ist es ideal, sich die Vorbereitungen, die Zeit dort eben zu nehmen, wo die Märkte sich eben nicht bewegen, wo sie still sind. Ja, das ich weiß gar nicht, wo das mal herkam. Es hieß ja, irgendwann mal wollten sie ja 7 Tage Handel machen. Also das wäre für mich ein Kraus. Also wenn die Märkte nicht stehen bleiben würden. Eine Pause hätten, ja. Aber sehr ein wichtiges Statement auch, dass du sagst, eben, okay, der Sonntag oder das Wochenende kann ja auch der Samstag sein, je nachdem, ist dir ganz wichtig, um sozusagen schon mal einen groben Fahrplan für die kommende Woche zu machen, natürlich analytisch, aber auch trading-technisch. Und das ist natürlich ein ganz wichtiger Fakt, den du da nennst. Und da musst du natürlich auch wirklich auch diszipliniert natürlich dranbleiben, um da eben entsprechend auch deine Skills da entsprechend weiter auszubauen und oder auch deine Vorgaben, deine Setups, deinen Plan. Wenn es in der Woche dann anders kommt, ich weiß ja, Bernd, wir kommunizieren häufiger, teilweise läuft es genauso ab, das Setup. Andererseits gibt es dann plötzlich eine Planänderung wegen Gaps oder irgendwelche anderen unvorhergesehenen Geschichten. Da muss man natürlich auch flexibel sein und sich dem Markt da auch entsprechend stellen und eben auch anpassungsfähig sein. Ja? Man hat seinen Fahrplan. Wenn das nicht aufgeht, okay, dann Plan B beziehungsweise neue Überlegung der Tatsache und dann muss man sich wieder ins Geschäft stürzen. Marc schreibt aber gerade hier, der Marc von vorhin mit dem unglücklichen Ausstoppen, wenn ich das nochmal zitieren darf, eben, ja, es ist nach wie vor eben unglücklich, dass Longkerzen eben nach kurzer Zeit dann ausgestoppt werden. Ich würde mal vorschlagen, Marc, du müsstest dich auch in höhere Timeframes begeben. So wie ich das hier lese, bist du im 1-Minuten-Chart unterwegs oder 5-Minuten-Chart und das ist mit Verlaub die Königsdisziplin der Scalp-Trader. Neben dem, dass du mindestens 2 bis 3 Bildschirme brauchst und auch eine gewisse Korrelation anderer Märkte im Blick haben solltest, haben musst,
Würde ich sagen, du musst dein Timeframe ändern. Also du bist sehr kurzfristig aktiv, versuch das Ganze mal höher zu ziehen auf Stunden-, Tagesebene und mal ein Stück weit Abstand von dem kurzfristigen Geschäft zu kriegen, weil dann sind auch solche Fake-Stops nicht zwingend möglich. Aber ich glaube, du bist einfach in einem viel zu kleinen Timeframe, wo bemerkt, da treiben sich die Algorithmen, die Computersysteme und eben die Hardcore-Scalper rum. Und da brauchst du, ich verweise hier noch auf Heiko Behrendt, der übrigens im kommenden Monat mein Gast hier sein wird, unser auch mit JFD zusammenarbeitender Partner, hätte ich fast gesagt, aber auch bei Godmode Trader mit seinem Premium-Service bekannter Skype-Trader Heiko Behrendt wird im Juli bei uns zu Gast sein. Und da werden wir genauso am Morgen mal den Markt scannen. Da Heiko ja auch im 1-Minuten-Chart unterwegs ist, sicherlich auch den ein oder anderen Trade abfeuern mag an dieser Stelle, merke dir das vor, beziehungsweise wenn du bei uns registriert bist, wirst du ja informiert, aber ich würde da immer auf die Eventseite von JFD mal schauen, wegen Webinare. Da ist nächsten Monat der Heiko am Start und da geht es, wie gesagt, um DAX Intraday Kurzfrist-Trading. Ansonsten bleibt mir jetzt zu sagen, wir haben heute Nachmittag noch einen auslaufenden Event. Dahingehend, dass wir jetzt das Live-Trading fortsetzen. Allerdings, und das gilt es jetzt mal mitzupinnen, wir werden das, ich habe heute mittwochs immer von 15 bis 16 Uhr mein Devisenradar-Webinar, das Devisenradar-Webinar. Und das heißt, da werden wir heute auch ansetzen. Also da das heute sich überschneidet, wird der Live-Trading-Event sozusagen übergehen von dem heutigen Morgen jetzt, dann am Nachmittag ins Devisenradar-Webinar. Wir werden da aber auch durchaus den Index vornehmen und wir werden vielleicht auch ein bisschen länger machen, je nachdem, wie der Markt was uns hergibt. Aber zum Notem, es wird nochmal eine E-Mail rausgehen von 15 bis 16 Uhr, werden wir auf jeden Fall eine Stunde nochmal dranhängen heute. Wie gesagt, da auch auf unserer Website nochmal einsehbar, JFD Devisenradar. Da können Sie sich nochmal registrieren. Normalerweise wäre es derselbe Link für die Nachmittagssession, aber da ich heute Nachmittag auch das Webinar Devisenradar habe, verweise ich Sie bitte darauf, dass Sie dann hier sozusagen am Nachmittag sich nochmal speziell bei einem separaten Link sozusagen anmelden, damit wir uns da nicht verpassen. Bernd, ich sage erstmal danke auf jeden Fall für dein heutiges Dabeisein. Wenn am Nachmittag die Zeit zulässt, würde ich dich nochmal um Audienz bitten. Ansonsten danke erstmal für die Einblicke in deine Skills, in deine Vorgehensweise. Abgefeuert wurde hier nicht, ist aber auch nicht weiter dramatisch. Der Markt ist, wie gesagt, 1, 2 Tage vorm Brexit. Wie gesagt, die eigentliche Entscheidung wird erst Freitag früh bekannt gegeben. Relativ unsicher. Ich hoffe, es hat Ihnen auf jeden Fall gefallen. Bernd, ich sage danke an dieser Stelle und würde mich freuen, wenn wir das auf jeden Fall in Bälde nochmal wiederholen. Auch danke Ihnen als Zuschauer und wenn Sie mögen, wie gesagt, hören wir uns heute Nachmittag 1500 nochmal wieder. Bis dahin sage ich erstmal Tschüss. Bernd, das letzte Wort gehört dir. Ja, danke schön fürs Zuhören und vielleicht bis später oder die nächsten Tage oder Wochen. Genau, auf dem JFD Desktop können Sie den Bernd ja im Prinzip jeden Tag hören. Ja. Und insofern sage ich dann auch auf bald und Ihnen jetzt nochmal eine schöne anstehende Mittagspause. Lassen wir mal die Märkte kurz Märkte sein und ich danke, sage danke fürs Dabeisein und würde mich freuen, wenn wir uns das nächste Mal wieder hören. Bis dahin, ciao und auf bald.